Herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingsbürgerradio für Wiesbaden, Mainz und Umgebung, Radio Rheinwelle. Sie hören die Sendung Heckmeck und die Ernsthaft. Am Mikrofon für Sie für die kommenden zwei Stunden ist Arik Mulhi. Schön, dass Sie eingeschaltet haben an diesem Pfingstmontag 2020. Mich begleiten die Worte von Heribert Prantl an diesem Pfingsten. Seines Zeichens von der Süddeutschen Zeitung spricht er heute von Pfingsten als einer Utopie. Mit seinen so treffenden Worten lassen wir uns einmal in das heutige, oft sehr einseitig berichtete Thema hineinführen und ergründen damit gleich, warum die Gespräche an diesem Wochenende wohl so deutlich und unverblümt uns ermahnen, für das zu kämpfen, was uns wichtig ist. Wir reden nämlich über das Ostfeld und die Bebauungspläne, die dafür in Wiesbaden geplant sind. Heribert Prantl erzählt uns vom Pfingsten. Als ein Fest der Hoffnung und Zuversicht, und gerade das scheint unsere Welt genau in diesen besonderen Zeiten dringend zu brauchen. Pfingsten als Fest der Ausgießung von Geist und Lebenskraft ist schon lange nicht so notwendig wie heute. Worum geht es an Pfingsten? Heribert Prantl referiert in seiner kurzen Stellungnahme für die Süddeutsche Zeitung, dass das Fest daran erinnert, dass die Apostel, also die Anhänger des gekreuzigten Christus, sich seit dessen Tod versteckt hielten und sich nun wieder hinaustrauen auf die Straßen und Plätze, dass sie wieder reden, von vor nun internationalem Publikum. Pfingsten ist das Fest der vollkommenen Kommunikation, einer Kommunikation, die ganz ohne Hindernisse funktioniert. Jeder versteht jeden, obwohl jeder redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Die Zeit des Niedergedrücktseins ist mit diesem Datum vorbei. Das ist Pfingsten. Einige Leute spotten, die Menschen seien betrunken vom Wein. Dem ist aber nicht so. Es ist vielmehr so, dass eine wunderbare, klare Kraft in ihren Worten spricht. Sie künden von einem nahen, neuen Zukunft. Es geht darum, sich dem Unglück und dem totalen Zugriff zu verweigern. Man darf sich der Furcht nicht ausliefern. Heute hören Sie eine Sondersendung zum Thema Ostfeld, einem für die meisten Wiesbadener fast unbekannten Kleinod, ganz im Osten unserer schönen Stadt. Wir stellen Ihnen heute dieses Areal mit seinen Besonderheiten und seiner Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiet der Region in der Frischluftschneise samt seinen Biotopen, seinen Quellen, seiner Artenvielfalt, den hier aktiven Vereinen, Bewohnern und Initiativen vor. Aber Achtung! Das Thema ist, vor allem wegen dem erlebbaren Klimawandel und den dazu anstehenden politischen Beschlüssen, brandaktuell. Die Stadt hat nämlich Pläne, Baupläne für ein neues Wohn- und Gewerbegebiet. Und die FDP drängt am vergangenen Freitag in einem Zeitungsbericht der AZ darauf, endlich mit dem Vorhaben zu beginnen. Und das, obwohl viele Fragen unbeantwortet bleiben und einige Katastrophen voraussehbar sind. Als Studentin für Sozialraumentwicklung setze ich an diesem Pfingstmontag eine Berichterstattung in unsere Mitte, deren Themen allesamt bei der bisherigen Debatte zu kurz kamen, als randständig oder eben gar nicht behandelt worden sind. Es ist mir wichtig, eine Stärkung in den Raum zu geben. Und somit ist dies eine Sendung über sozialräumliche Ungleichheit und über die Reichweite von Handlungsmöglichkeiten, als Bürger über die Zukunft seiner Stadt mitzuentscheiden und informiert zu bleiben. Nicht nur durch die Kanäle von bezahlten PR-Agenturen. Es liegt natürlich ein Wunsch folgender Frage zugrunde. Wie ist es möglich, die Pläne der Stadtentwicklung sinnerfüllt zu diskutieren? Diese Sendung kommt nun als eine Ergänzung für alle einseitig geführten Berichterstattungen der Ostfeld-Bebauungsbefürworter. Heute hört ihr also eine Ausgleichssendung. Ein einseitiger Bericht, der die Positionen der Gegner der Ostfeldbebauung als Gewerbe- und Wohngebiet zu Wort kommen lässt, der uns Begründungen und Erfahrungen deutlich vor Augen führt. In den kommenden zwei Stunden stellen wir das Bauvorhaben der Stadt Wiesbaden mitten im Kaltluftentstehungsgebiet für Mainz und Wiesbaden also vor. Wir berichten von den Aktivisten, von den Bürgerinitiativen, von Hinhaltemanövern und Umgangsweisen der Stadt, von ungeklärten Fragen und nicht wahrgenommener Post.
Unsere Stammhörer werden es kennen, für unsere Sendung lohnt es sich, es sich gemütlich einzurichten, um ganz Ohr zu sein. Lehnt euch also zurück, ich nehme euch mit auf eine Reise, auf die Heckmeck und die ernsthaft Art und Weise. In unserer ersten Stunde schauen wir auf das Ostfeld, seine Alleinstellungsmerkmale, seine Historie und Bedeutung für die Region. Auf einem Lauschspaziergang mit einem Ornithologen hören wir lang und ausgiebig in die Landschaft hinein. Vogelgesänge sollen sich ja auch positiv auf die gestresste Seele auswirken. Wir nehmen uns Zeit und entdecken das Gebiet mit seinen Besonderheiten. Im Anschluss sprechen wir im Cyperuspark mit dem Architekten Stefan Büchel über die anstehenden Pläne und wir philosophieren über die Aufgabe von Politik, Demokratie und Architektur mitten im Cyperuspark. In unserer zweiten Stunde sprechen wir über Verdrängungsmechanismen in der Stadt, über die Zwangsenteignung der Bauern, wer profitiert und wer verliert. Es lässt sich munkeln über Verbandelungen der Politik mit der Immobilienbranche und um missachtete Studien sprechen wir auch und falsch ausgelegte Gegenstudien und das mitten in der heißen Entscheidungsphase. To be or not to be. Zu Gast im Interviewbeitrag in der zweiten Stunde sprechen wir dabei mit Ronny Maritzen, einem politisch aktiven Menschen und Vorsitzender des Ausschusses Umwelt, Energie und Sauberkeit bei den Grünen. Mit ihm besprechen wir mit ihm saßen wir am Pfingstwochenende im Grünen und sprechen über die ungeklärten Fragen seitens der Stadt. Schauen, wo ein jeder aktiv werden kann. Wir blicken auf das, was nicht in den Zeitungen veröffentlicht wird. Zu guter Letzt schauen wir dann in die aktuellste Berichterstattung zu diesem sehr wichtigen Thema Ostfeld, was uns alle betrifft, im Sinne einer lebenswerten Zukunft in der Region. Bleibt also dran auf Radio Rheinwelle, Ihrem Radio für die Region Mainz-Wiesbaden. Zu empfangen über Radio-App und Livestream. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, das Ostfeld. Was soll man da bloß sagen? Ich persönlich habe ja das Ostfeld erst vor kurzem entdeckt. Und das, obwohl ich seit 10 Jahren in Wiesbaden wohne und sehr gerne auf Entdeckungsspaziergängen bin. Jetzt bin ich mittlerweile auf einem kleinen Refugium in Biebrich gestoßen, einem alten Hof, der Hammermühle. Das war schon mal ein Weg in die östliche Sphäre Wiesbadens. Wie es nun der Zufall so wollte, suchte meine enge und gute Freundin einen näheren Ort zu uns. Und wir fanden einen weiteren versteckten Hof, 15 Minuten mit dem Rad entfernt und entdeckten eine Gegend, in der wir noch nie gewesen sind. Kennt ihr den Autobahnkreisel ganz am Ende der Mainzer Straße? Von hier aus führen die Wege nach Frankfurt, in die Biebricher Innenstadt und in die Innenstadt von Wiesbaden. Und die vierte Ausfahrt aber ist eine, die zumeist von LKWs befahren wird. Und außer einiger Müllentsorgungen fährt kaum einer hier hoch mit dem PKW, kaum ein Anliegen. Man denkt, hier endet die Stadt. Wenn man diesen Weg entlang radelt, kommt man zunächst an viel Entsorgungsindustrie vorbei. Doch dann ist da ein kleines Brücklein und jenseits davon erstrecken sich Felder, Brachen, Wiesen, Äcker, Gebüsche, kleine Waldstücke und nach einer kurzen Weile findet sich hier der Hessler Hof. Der Hessler Hof hat eine uralte Geschichte. Weltweit gibt es nur 2 Höfe dieser Bauart. Einer in Hamburg und eben der einzig komplett erhaltene hier in Wiesbaden. Es ist ein Pferdehof und auch heute noch der Sitz eines Pferdetherapiezentrums mit schönen, ausgebauten Wohnungen im Grünen. Eine Minute Fußweg von hier entfernt liegt der Tierpark Mainz-Kastell. Hier trifft man auf freilaufende Hühner und Gänse, einem Spielplatz, auf Zwergschafe und voluminöse Kaninchen, auf eine sehr beeindruckende Kuh, auf Bienenhäuschen und so weiter. Ähnlich wie die Fasanerie ist dieser Park kostenlos begehbar. Spenden sind gern gesehen. Es finden sich üppig angelegte Teichlandschaften und glaubt man der Landesbibliothek und das, was man darin über Wiesbaden so finden kann, so war dieser Ort sogar einst ein eigener Badeort von Wiesbaden. Ja, hier konnte man schwimmen gehen. Es gab eine kleine Badeinsel und einige schöne Brücklein. Etwas vernachlässigt wirkt er doch, der Park, obwohl das Gelände wunderschön ist. Der Badespaß hatte übrigens in den 60er Jahren sein endgültiges Ende gefunden. Hat doch die Verdichtung des Bodens im Zuge der naheliegenden Autobahnausbaue viele Frischwasserquellen versiegen lassen. Nun kämpft der Park immer wieder mit der Wasserqualität und so mancher Gast fragt sich zu Recht, ob es den Fischen und den Gänsen zuzumuten ist, was sich hier an Dreckwasser immer wieder ansammelt und umständlich gereinigt werden muss. Dieses Gelände ist umgeben von kleinen Wildwiesen, Brachen und Wäldchen. Es ist insekten- und artenreich hier in der Gegend.
das sieht man auf den ersten Blick. Wenn man Insekten und grünschimmernde Käferlieblinge liebt, wie wir und unsere Kinder, erkennt man sie überall. Wildkräuter wie die Hirschzunge und wilder Oregano wachsen an so mancher Stelle bis an die kultivierten Wege heran. Angrenzend an dieses Gelände findet sich der aktive Natur- und Aquarienverein Ciperus 1901 e.V. Ehemals war das gesamte Gelände von Tierpark und Naturpark in den Händen derselben Gruppe. Nun findet man im Ciperus Naturpark oberhalb des Tierparks ganze essbare Landschaften, ein Aquarienhaus, Axolotl, Krebse und ein ganzes Wasserkreislaufsystem aus verschiedenen Teichen mit unterschiedlichem Bewuchs und Bewohnern. Das Gelände wird liebevoll gepflegt. Es finden natürlich zu Nicht-Corona-Zeiten regelmäßige Führungen statt. Insektenführungen, Kräuterführungen, Wildfruchtzubereitungsworkshops, Vogelführungen. Es wird gegärtnert und gegrillt, zubereitet und gelernt, gehegt und gepflegt, entdeckt und sich erfreut. Dass mir dieser Ort und diese Menschen so lange unbekannt waren, ist schon mal eine Sache. Im Ciperus Naturverein findet man Ornithologinnen und das sind Vogelforscherinnen. Man findet Kräuterhexen und Hexer, Heilkundige, Gärtnerinnen, Aquaristikfreunde und Menschen, jung und alt, die den Kreislauf der Natur bewusst erforschen. So finden viele Führungen auch außerhalb des Geländes statt. Und dann geht es über die Brachen und Feldränder in die vielen Verstecke von artgeschützten Tieren und Pflanzen, wie unter anderem die Feldlerche und die Golddolde. Ich habe mich um 4 Uhr morgens auf die Reise begeben und verlasse die langen Treppenaufgänge des Hesseler Hofes mit Mikrofon im Gepäck, um mich mit einem Ornithologen des Ciperus-Vereins in der Morgendämmerung auf einen Lauschgang zu treffen. Wir hören einmal rein in die leider für diese Zwecke gekürzte Vogelführung. Stefan Büchel ist auch bei der Hagon aktiv, einem Ornithologenverein in der Region. Also nehmt euch Zeit, lehnt euch zurück. Vogelgesang tut der Seele gut und wir lauschen ganze 25 Minuten durch das Ostfeld. Eine Nachtigall. Ein Zilpzalp. Ich würde besser raushören, wenn wir in die Nähe kommen. Hier gibt es einen Zick, Zick, Zick. Das ist ein Wunschbrech.
versinkt auf seinen Arm. Wie viele Zip, 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 Zip. Das heißt Zip, Zip, Laubsänger. Und gibt es auch in der spanischen Variante, die singt dann Zip, 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 Zip. Zick, das ist der Bundesstift. Die Ampel macht, ist über allem drüber, lautstark nicht. Aber dieses Zick, Zick, sind gut von mir. Jetzt sind so ein Vögelchen ganz melodiös. Jetzt nicht. Die Ampel. Da. Ne? Das ist ein Mönchstrassmücke. Kleiner Vogel und eine schwarze Kappe. Das Weibchen hat eine rostrote, nennt sich Mönchsgrasmücke, sieht man nie, aber ist sehr häufig und brütet hier in diesem Busch da drin. Eine Mönchsgrasmücke wieder ganz deutlich. Der Buntspecht hinten dran. Und dieser melodiöse Gesang, also sehr, sehr melodiöse, das ist der Nachbarn. Eigentliche Melodie, die ich gerade husten. Das hier. Das ist ganz laut und ist dieser wunderschöne Gesang. Das ist der sogenannte Nachtigallenschlag. Nachtigall, ganz typisch. Und kommt der folgt die Strophe. Ja. Das ist die Kohlmeise. Ja, das ist die Kohlmeise. Normalerweise sind die, hat die immer zwei Töne. Aber in solchen Varianten, dass selbst ich manchmal noch denke, was ist denn das? Und wieder, Kohlmeise. Variieren unglaublich. Klappergras. Also Grasmücken ist so eine Familie, die so dem normalen, also nicht so gängig ist, wie die Normalbeobachter, wie jetzt Amsel, Drossel, Fink und Star, ja. Aber es sind sehr viele, es ist eine Art mit vielen Arten, Familien, vielen Arten. Klappergrasmücken, Gartengrasmücken, Mönchsgrasmücken, Sperrbergrasmücken, Provencegrasmücken. Also es ist eine wirklich schon eine große Family. Mhm. Und die Klappergrasmücke habe ich jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr drei Populationen. Also drei Brutpaare. Jetzt ist natürlich still, weil ich verschlafen habe. Aber eben gerade habe ich es kurz gehört und die klappert wie ein Mühlrad. Daher kommt der Name, weil ihr Gesang hat so ein Mühlrad, was so durchklappert und wird auch Müllerchen genannt. Die tatsächlich einer der Vögel ist, die mittlerweile so selten geworden sind, dass deren Lebensräume schützenswert sind. Die ist ein Bodenbrüter. Natürlich haben die Feinde, massenweise Feinde, Füchse, Landwirtschaft, Störche vor allem. Also Störche sind wirklich Killer. Wo Störche sind, gibt es keine Bodenbrüter mehr. Also auch im Schierstein, Teichgebiet, wo sehr viele Störche wurden, gehegt, gepflegt werden, gefüttert werden. Da hat die Population von Bodenbrütern, da gehören auch Fasane dazu. Da Dommeln und sowas richtig abgenommen. Deswegen ist es mit den Störchen, den Ornithologen, manchmal auch ein bisschen schwierig, das Verhältnis.
ganz nach oben, weit oben, also sind weit oben hin, das kannst du fast gar nicht mehr sehen. Wer denn? Die Feldlerche. Die Feldlerche. Brütet am Boden und sinkt von ganz weit oben im Himmel. Die brütet am Boden, aber sie sinkt oben. Sie ist halt einfach, die sinkt im Flug und in der Höhe und von unten gebrochen, ohne Luft zu holen. Also alles, was jetzt hier im Hintergrund die ganze Zeit hörst, das ist die Ballinger Stehen. Nein? Kennst du? Also neben der Autobahn haben wir jetzt hier eine Feldlerche, da hinten eine Nachtigall. Und das war jetzt der Kuckuck ganz kurz. Der kommt wohl wieder. Scholle immer hier abgehe, weiß ich eigentlich, im nächsten Busch kommt der, im nächsten Busch kommt der, im nächsten Busch kommt der, das ist über Jahre. Es ist immer, immer gleich bleiben. Bis auf kleine Veränderungen. Und das war halt jetzt hier auffällig, dass ich jetzt hier seit einigen Jahren keine Goldwimmer und keinen Hausrotschwanz mehr habe. Das nimmst du wahr, wenn du immer im selben Gebiet unterwegs bist, wo du. Also ich gehe immer lang und weiß rechts. Zwitschert mir wie jetzt auch die Feldlerche ins Ohr. Ne? Mhm. Und dann merkst du es dann irgendwann, wenn die fehlt. Dann ist nicht mehr da. So, jetzt müssen wir auf das kommen, jetzt müssen wir auf der Goldammergesang kommen. Ja, kommt. Und manchmal ist es so, dass diese Vögel wirklich angewiesen sind auf ihren ursprünglichen Standort, weil da sind sie schon immer gewesen und da fliegen sie nach Afrika und kommen früher zurück und fliegen wieder genau auf ihren Ast. Ist halt irgendwas passiert. Zu alt, gestorben, keine Ahnung. Und dann sind sie halt nicht mehr da. Wird das nicht automatisch ersetzt durch einen anderen aus der Familie? Krähen im Hintergrund. Die Art der Krähen, also die. Aaskrähen? Aaskrähen, Rabenkrähen, Aaskrähen, also die wissen wirklich, was übrig bleibt. So. Kein Unterschied zwischen Krähe und Rabe, sondern eine Rabenkrähe. Raben sind was anderes. Also sind dieselbe Familie, ne? Rabenvögel. Also der Kolkrabe ist der größte Singvogel, den wir hier haben. Man nennt ihn Singvogel, obwohl diese See klingt doch gar nicht. Ja? Ich meine, es ist nicht wirklich Singvogel, aber man hat dann irgendwann mal diese Grenze gezogen. Man hat gesagt, das ist ein Singvogel. Und da gehört der Kolkrabe mit dazu, den gibt es hier auch. Aber er ist etwas größer als die Rabenkrähe oder die Saatkrähe, die gibt es ja auch noch. Und hat eine sonore Stimme. Der ist eher Bass, während die Rabenkrähe noch so ein Bariton ist oder ein Tenor. Das ist der Pirol. Der Pirol? Ja. Der wohnt schon auch seit Jahren hier. Wird auch Vogelbülow genannt, weil er so Vogelbülow, also so ein bisschen so diesen Vogelbülow. Aha, vom Klange, vom Phonetischen. Phonetisch und ist ein Vogel, der eigentlich, Vogelbülow, ne? Wunderschöner Vogel, quietschgelb, das Echt? Männchen, quietschgelb, etwas größer als eine Amsel, das Weibchen ist grün. Und die zusammen, das ist eine ganz... Also was ganz Besonderes, dieses Pärchen, dieses Gelb, dieses Grün, und dann bauen diese wunderschönen Nester in Astgabeln. Man sieht ihn selten. Er kommt ganz spät. Weil er gerade weggeflogen ist. Der kommt sehr spät im Jahr. Wenn die Bäume schon belaubt sind, sitzt er meistens oben, da wo die Blätter schon sind, wo du nicht siehst von unten. Ja. Und ist einer der ersten, der wieder wegzieht. Also er macht eine ganz kurze Zeit, da muss gebrütet werden. Dann so Mai, Juni, Juli, August, erst im August schon wieder. Ist er schon wieder auf der. Genau. Krass. Und verbringt dann seine Zeit irgendwie in Indien. Kluger Rabe. Ja. Kraben, sag ich. Kluger Vogel. Kluger Vogel.
krass. Er ist auch wirklich halt so ganz ortstreu. Wir haben einen noch in Zyperus, wir haben einen hier. Mhm. Also mindestens zwei Brutpaare hier, aber er ist schon nicht sehr häufig. Das ist eh die Frage, was passiert denn mit so ortstreuen Tieren, wenn die dann, wenn jetzt die Ursprungsbäume weg sind? So, ne? Wenn jetzt beschlossen wird, wir machen ein Wäldchen weg. Ja, also das ist mir schon mehrfach passiert, dass dann die auch nicht mehr da sind. Die kommen auch nicht mehr. Also es ist nicht automatisch so, dass... Dass die sich dann was anderes suchen können. Dass sie dann den Busch neben dran nehmen. Ja. Es geht sogar ganz interessant bei den Mauerseglern. Kennst du ja, ne? Also Mauersegler, die auch in den Städten wohnen. Also die kreischen auch so richtig. Also die fliegen rum und die machen alles. Also die sind ständig in der Luft, eigentlich nie. Die siehst du nicht am Boden oder irgendwas. Weil die alles, die schlafen im Flug, die fressen im Flug, die vögeln im Flug, die machen alles im Flug. Und sind so schnell. Und wenn du deren Nistkasten, habe ich jetzt schon gehört, wenn der Nistkasten vom letzten Jahr einen Meter weiter rechts ist, fliegen die gegen die Wand. Oh nein! Also die sind so drauf angewiesen, ihre Brutreviere zu behalten, also genau an dieser Stelle. Und da wird auch da achten mittlerweile auch die Umweltämter sehr stark drauf. Das heißt, wenn du irgendwelche solche Brutplätze veränderst oder solche Nistplätze verschiebst oder abreißt oder irgendwas, dass sie sagen, nee, das geht nicht. Also da musst du Anträge stellen, das muss vorher untersucht werden. Verlieren die ihren Zyklus? Das weiß ich selber auch nicht so genau. Ehrlich, ich bilde mir ja ein, die Natur regelt das dann irgendwie. Also wenn das nicht mehr da ist, dann werden die woanders einen Brutplatz finden. Aber da gibt es dann halt Leute, die sagen, das ist nicht unbedingt so. Da gibt es aber Leute, die sagen, er sagt Hallo und dann sagt er Gute Nacht, oder sagt, du bist blöd, du oder willst das du sind was ja von Sprachen. Haben. Ja, es sind Sprachen, klar, aber da kann man sich immer vertiefen. Das ist klar. Wie mit allem, ne? Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß, ja. So. Dann sagt man immer, nee, ich glaube, ich bleibe hier in meiner Sparte, ich mache nur noch dieses Thema, haben wir hier halt bei der Hagon halt auch so Leute, die Mauersegler, fertig. Ja, du kennst alles. Was du hier hörst, die ist ganz hohe. Das sind Sommergoldhähnchen. Jetzt ist natürlich da. Das, ja. Das sind die ersten Vögel, die wegfallen, wenn du alt wirst und dein Gehör schlechter wird. Diese hier. Und die sind ganz interessant. Das sind die kleinsten Vögel, die wir haben. Die wiegen ein paar Gramm. Und sind nur bei Nadelbäumen, also brauchst irgendwie immer Nadelbäume. Also sobald da, ne, siehst du einen, also gibt es einen. Wenn der nicht da wäre, wäre das auch, also ich weiß nicht, wie viele Nadelbäume jetzt hier stehen, aber du brauchst immer Nadelbäume. Ja. Die sind darauf angewiesen, ständig, vor allem bei kalten Zeiten, ständig zu fressen. Also wenn sie nicht innerhalb von Intervallen paar Minuten was zu fressen kriegen die nicht genug Energie, um der Kälte zu widerstehen. Der dritte Buntspecht, sehr schön. Das war eine Dornkrassmücke. Von diesen vielen Grasmücken, ja, das ist so gemein, ne? Weil wenn man sich damit ja nicht beschäftigt, kennt man keine Grasmücken. Obwohl sie ständig unter uns sind. Das ist ein kleiner, unscheinbarer Vogel, ein bisschen gut in Hecken. Das da, wir sind ein bisschen aufgeregt. Nicht so melodiös wie die Mönchsgrasmücke, sondern eher so ein bisschen, ja genau, ein bisschen kürzere Strophen, kratziger. Man muss sich mit den Dornen auch merken, dass sie ein kratziger sind. Das sind die Punks. Die Punks der Grasmücken. Hm? Die Punks der Mücken. Ein einzigartiges Biotop für die Mauer- und Zauneidechsen. Man sagt sogar, habe ich gelesen, im Gutachten vom Ministerium, dass diese Art hier selber schon wieder so, also die Art von Eidechsen, die ihr lebt, schon wieder so speziell ist, dass man sie schon fast als eine eigene Art bezeichnen kann. Also die setzt sich schon wieder ab von den anderen, die man in Rüdesheim zum Beispiel findet. Und diese Wand ist kartiert in sehr vielen Gutachten und sie wird nur dann als Biotop erhaltenswert sein, wenn sie unten freigeräumt ist. Sie braucht die Wärme. Das ist ja südlich ausgerichtet, die braucht die Sonneneinstrahlung.
das brauchen die Eidechsen. Das heißt, da drin gibt es keine Eidechsen mehr. Mhm. Hier aber, ja. Ja. Und da, und es ist so schade, dass die Stadt sich nicht drum kümmert. Ich muss jedes Jahr da anrufen. Jedes Jahr. Und zwar 10-mal. Und dann kommt irgendwann vielleicht jemand und macht die unten wieder frei. Und sagt es vorne hin. Also sie gehen dann wirklich durch und machen ja alles weg. Also von alleine machen sie es nicht. Und das ist auch sowas, was ich nicht nachvollziehen kann. Also es ist einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Arten, die sind wirklich weltweit geschützt diese Eidechsen. Und immer ist nicht auf dem Schirm oder ist keiner da oder ach, haben wir auf Wiedervorlage oder haben die Akte nicht aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist einfach. Man sieht halt nicht, was man selber hat. So ungefähr drum kümmern und etwas einzufordern. Und tatsächlich, wenn ich dann 10 Leute anrufe, es gibt ja auch bei der Stadt viele, die uns unterstützen. Also du schreibst einen Brief und dann kommt auch was zurück von Leuten, die das wirklich unterstützen und den Dingen nachgehen. Hammer, wie ist es mit diesem Ostfeldaufbau? Das würde heißen, dass man bis an diese Mauer auch vordringt. Ja, genau. Das Gewerbegebiet ist ja hier vorgesehen. Genau die Grenze. Die Mauer ist genau die Grenze? Die Grenze, Gewerbegebiet. Würde die stehen bleiben? Interessiert mich nicht. So weit ist die Planung nicht. Und wenn du sowas ansprichst, dann sagen die einfach, das ist einer der nächsten Schritte. Da wird alles stehen. Da wird es erhalten. Das Problem ist ja, dass bei Bodenverdichtung eigentlich hier auch alles verändert. Definitiv, das sagen Fachleute, wir hatten letztens einen Brunnenbohrer hier gehabt, also der Brunnen baut, der gesagt hat, also eure Quellen sind weg und hier 7 Meter tiefe Graben, das geht jetzt 7 Meter runter. Und das glaube ich halt auch, aus meiner Erfahrung. Ja. Kannst du irgendwas unterscheiden von dem, was du hörst eigentlich jetzt so? Kaum. Das ist schwer, ne? Das war ein kleiner Lauschzug durchs Ostfeld. Die Stadt wies dieses Gebiet ja auch schon mal als besonders artenarm aus, weswegen es sich zur Bebauung besonders gut eigne. Nur mal am Rand erwähnt. Wir sind erstmal weiter auf Entdeckungstour. Oberhalb des Ziperusvereins verläuft eine sehr alte Straße, die Steinernstraße. Uralt führte dieser steingepflasterte Weg schon immer in die schöne Wiesbadener Region. Wir hörten ja jetzt da ein bisschen in unserem Gespräch über diese Eidechsenmauer. 1 bis 2 Mal im Jahr kommt ein Eidechsenexperte und besucht diese sehr seltene Art, die hier zu finden ist. Er behauptet, dies sei die größte bestehende und zusammenhängende Eidechsenpopulation, womöglich in ganz Europa. Auf die Mauer wurde ich erstmals bei einem Spaziergang mit den Kindern aufmerksam. Wir streiften so durch die Gegend und die gesamte Länge der Mauer wimmelte und rauschte es, stets 1 Meter vor unserem Schatten, ganz lustig davon. Hinein in die vielen kleinen Mauerlöcher und Ritzen schlüpften die Eidechsen, um kleine, freundliche Köpfe herausblitzen zu lassen. Hunderte und gefühlte 1000. Wir gehen nun fast täglich hier spazieren. Die Stadt möchte genau an dieser Stelle eben 7 Meter tief graben. Wenn sie ihr Vorhaben, das gesamte Areal zum Wohn- und Gewerbegebiet zu verwandeln, durchbekommt. Das wäre das Ende dieser Mauer. Dann sterben nicht nur die Mauereidechsen, es versiegen nicht nur die Quellen der Teichlandschaft des Ziperus und damit der lebendige Inhalt und was von den Quellen am Tierpark noch übrig ist, es werden damit auch die Wasserrechte verletzt. Der Ziperusverein hat sich nämlich die Quellenrechte bis 2030 gesichert. Aber wenn die Stadt hier gräbt, hat das anscheinend keine Priorität. Und es muss tief gegraben werden, um Ackerland in Wohnstruktur zu bringen. Dieses gesamte Wunderreich würde verschwinden. Wir gehen jetzt ins Interview. 20 Minuten sprechen wir mit dem Architekten und Hobby-Ornithologen, den wir gerade hörten, Stefan Büchel, der als aktives Mitglied im Ziperus-Verein um die Bedrohung aller hier geschaffener Natur- und Bildungskultur durch das Bauhaben weiß und bestens informiert ist. Wir sitzen bei Kaffee im Ziperuspark und sprechen über die Aufgaben von Demokratie, über Stadtarchitektur und philosophieren über den mündigen Menschen. Und natürlich geht es die ganze Zeit ums Ostfeld. Es ist noch klar geworden, dass wir zwar 4 Parteien in Deutschland haben oder 5 oder 6, aber eigentlich da alle Meinungen und Menschen und Kräfte tatsächlich auch untergebracht sind in alle Richtungen und sich dann. Irgendwas zeigt sich am Ende, ne? Irgendwas passiert, irgendwas wird durchgeführt, aber es ist nicht unbedingt
ein Spiegel dessen aller, und dass du denkst, die sind so, sondern da gibt es solche und solche und solche in alle Richtungen. Und das, wir kriegen es halt nicht anders hin, und es ist eigentlich schon auch ein ganz gutes System, dass du. Ja, das Ding ist, man braucht ja eigentlich trotzdem noch solche Räume, wo diskutiert wird. Also im Sinne einer Diskurstheorie, dass sich die Leute selber, dass sich die Gesellschaft selbst auch herstellt. Also dass man, dass immer das stärkere Argument gewinnt, dass man in einem Gespräch erst herausfindet, was richtig ist oder was, was muss aber auch an, richtigen in die Richtung sein, geht. Das genau da anzubringen, ist angesagt. In einem Gremium, in einer Partei, in einer entscheidenden Versammlung, lass dich wählen, geh in die Politik, geh doch dahin, sag denen das doch ins Gesicht, und zwar Pressewirksam oder schreib einen Artikel für die Zeitung oder, ja. Weil, und da, das ist halt wirklich wahr, wenn du nämlich nichts machst, und ich meine, ich bin ja auch, ich gehe nicht in die Politik, ich würde vertrocknen, ich würde heimkommen und mein Geschirr auf den Boden schmeißen. Ja. Trotzdem habe ich deswegen einen riesen Respekt vor den Leuten, die es versuchen, emsig und emsig. Emsig weitermachen. Und habe dann halt mal festgestellt, besser mal mein Maul zu halten und zu sagen, ihr müsst jetzt mal oder irgendwas, und einfach zu sagen, ja, schön. Und ich unterstütze euch grundsätzlich in der Motivation, da weiterzumachen. Aber ich liefere zu, gerne, mit dem, was ich hier mache, zum Beispiel, ein ganz kleines Projektchen, ich am südlichen Rand. Wie bei Asterix, ne? Dieses kleine gallische Dorf, ja, mit den Quellen und irgendwie einem kleinen Supertrank, und wir sind das Biotop, wir sind das einzige Biotop im ganzen Ostfeld. Mhm. Wir sind hier systemrelevant als Biotop, weil uns kann man nicht übergehen. Aber Kraft haben wir deswegen noch lange nicht. Also richtig eine Macht oder welche. Aber immerhin sind wir da, ja. Und haben zwar keinen Zaubertrank, aber so ein kleines Schild über dem kleinen Gelände und Arten, und wir werden es laut rausschreien, was es ja alles gibt, weiterhin, und betonen, dass diese Quellen versiegen werden hier, wenn da gebaut wird und. Führung. Witzig war, das hast du gar nicht mitbekommen, dass der Typ, der dabei war, ein Ornithologe war. Ah! Der dann irgendwo da oben am Weg stand, und ich bin dann hinterher, hier an der Mauer da entlang. Der bleibt dann stehen. Sie sind doch auch so Orni und so, ja, Hobby. Ist das ein Orfeuschspötter? Und ich so, ein Orfeuschspötter? Warte mal, was ist ein Orfeuschspötter? Wo? Hat da einer gepfiffen irgendwie im Hintergrund? Ich dachte, ja geil, ja tatsächlich. Ja. Das hat mich so gefreut, weil das habe ich vor 4 Jahren das letzte Mal hier gehabt. Ja. Das ist so eine Art, die es hier nicht gibt. Gibt es hier nicht. Die sind in Spanien und in Frankreich, aber hier nicht. Ja. Aber er drückt so langsam hoch, so wie Wiedehopfe und Bienenfresser, und es gibt so eine Vogelarten, die langsam wegen der Wärme, ja, mitziehen und sich hier ansässig machen. Das hat mich so gefreut, da steht da irgendein wildfremder Mann, ja, erzählt mir irgendwie, dass so ein Aufwärtsspiel, das passiert mir auch selten, ja. Und dann sind wir noch durchs Gelände durch und haben uns ein bisschen angefreundet und auch Kontakt jetzt. Also der wirklich ein wandelndes Lexikon ist, das ist der Baumschule Schneider in Erbenheim. Also dem kannst du durchs Gelände gehen, der sagt dir zu jedem Blatt, erzählt dir eine Geschichte. Ja, das würde ich auch gerne auf jeden Fall irgendwann lernen. Ja, der macht das eigentlich jedes Jahr mindestens 2-mal. Thema essbare Landschaft und Thema Kräuter, Thema Pflanzen, Bäume, alles. Also der ist richtig schick. Hast du eigentlich so eine Idee, wie das ist mit der Stadt? Weiß die, welche Tierarten wo wohnen? Das weiß dann wahrscheinlich das Umweltamt. Ja, Umweltamt weiß das. Und die, aber die wissen das, indem die Leute ins Feld schicken wahrscheinlich? Nein, sondern? Die machen das so. Also jetzt mit dem Baugebiet ist es so, es wird im Rahmen von der, wenn du aus dem Natur, es ist ja letztendlich Ackerland, das ist Außenbereich, hier darf nicht gebaut werden. Solange ein Gebiet Außenbereich ist, ist kein Bauland. Und dann erst recht, wenn noch ein Naturschutzgebiet noch dranhängt oder Landschaftsschutzgebiet, das ist komplett Landschaftsschutzgebiet, da kannst du ja eigentlich nicht bauen. Ne? Also Oma Klawutke könnte jetzt nicht sagen, ich habe da noch einen Acker, baue ich mal ein Häuschen hin. Nein, da muss erst formal das Gebiet umgewandelt werden. Als Landschaftsschutzgebiet oder aus Außenbereich muss Innenbereich werden. Und dann sagt eine Stadt, die hat das Planungsrecht,
die Planungshoheit und Gemeinde sagt dann, okay, wir überplanen das jetzt. Dafür muss es aber in einem übergeordneten Rahmen auch in einem Flächennutzungsplan, aus dem Flächennutzungsplan ausgenommen werden und gesagt werden, es ist keine landwirtschaftliche Nutzung mehr oder Wald oder sondern es wird jetzt Stadt. So, das müssen wir auch durch Gremien durchbringen. Aber es kann letztendlich eine Stadt selbst entscheiden, grundsätzlich. Es sei denn, es überregionale Interessen, wie, ich sag mal, wenn die letzte Art von einer Spezies da. Aber sind in diesen Gremien auch Leute, die davon Ahnung haben? In den Gremien, die sich das als Baugebiet vorstellen, erstmal nicht. Aber die müssen dann diese Wege gehen. Die müssen dann Gutachten natürlich einholen. Das heißt, es wird gesagt, so, wir brauchen Gutachten Natur, Wasser, Luft, Klima, alles mögliche, Verkehr, die ganz schnöden Dinge auch, Erschließung, ist es machbar? Das, Machbarkeitsstudien. Ja, Machbarkeit ohne Ende und zwar aus ganz vielen Sparten heraus. Ja. Und das gibt man in Auftrag bei wem? Das gibt man bei Hunderten von Fachleuten in Auftrag, die nichts anderes machen, als jahrelang irgendwie Klimastudien oder Umweltstudien oder hier hat es halt so ein Büro zum Beispiel gemacht, ein Büro für die nichts anderes machen als Umweltstudien und die gucken dann auch wieder auf Ornithologie, auf Reptilien, auf und dann holen sich auch wieder ganz viele Fachbeiträge dazu, weil es dann wieder auch keinen gibt, der alles kann. Ja? Genau. Und dann wird das bewertet nach Regel und besonders schützenswert, besonders selten, besonders irgendwie oder also letztendlich, wo gibt es Restriktionen, wo gibt es Zwängungen, wo kriegen wir Probleme? An sich eigentlich ein gutes System. Ja, klingt nee, schon mal gut. Es ist richtig gut, ja, klar. Es ist eigentlich gut. Am Ende ist es aber eine Frage, wer bewertet was wie? Wie viele Gutachten mache ich? Welches nehme ich mir raus? Welches passt mir? Weil letztendlich das politische Interesse, wenn das da ist, hier soll gebaut werden. Echt? Ja. Dann wissen Sie was? Wir können, nach dem Motto, wenn das politische Interesse da ist, dann ist alles andere egal. Dann kriegen wir schon irgendwie hin. Das erleben wir ja auch so in der Realität ständig. Ja. Ja. Wenn es gewollt ist, also ich meine, warum stellen wir die Waffenproduktion nicht ein, wenn man sagt, wir kümmern uns um Schutz von Leben gerade. Das ist das oberste Interesse, was wir hier haben. Ja? Also Corona-Beispiel. Ja. Aber Waffen werden weiterhin hergestellt, die verkaufen wir verkaufen sie nur an die Guten. Und deswegen kann ja dann nichts Schlimmes passieren. Ja? Die bescheinigen uns ja, dass sie die nur gegen die Bösen verwenden, die Waffen kriegen. Es ist so, das ist so diese Scheinheiligkeit. Und das ist das, was mich auch so ankotzt. Weil es letztendlich nicht... Also diese Gutachten ja auch eine Menge Geld kosten. Ja? Das ist ja richtig teuer alles. Und dann wird es am Ende so oder so ausgelegt. Ist ja nur ein Klima, was weiß ich, diese Bebauung hier führt zu einer Veränderung der Temperatur von 1-2 Grad. Was genau, und was hatte das damit auf sich? Also es wurde in Auftrag gegeben, sich vorzustellen, wer hat das bekommen als Auftrag? Waren irgendwelche Forscher? Ja, das sind Ingenieure normalerweise. So, und die sollten jetzt rausfinden, wenn das jetzt hier alles Baugebiet wird, ja. Was hat das für Folgen für genau. Die Umgebung? Und genau, die haben dann rausgefunden, 1,5 bis 2 Grad würde... Ja, und das fällt dann in irgendeiner Norm als unwesentlich und dann wird gesagt, alles klar. Wir haben nach allen Regeln der Kunst geforscht. 1,5 bis 2 Grad soll die Innenstadttemperatur steigen. So, ne? Und das ist Beiläufigkeit. Und die Politik sagt dann halt, Temperatur steigt eh. Okay. Das ist dann, so wird es dann am Ende im Projekt weiter... kommuniziert und dem Bürger nach dem Motto, der soll's Maul halten, den soll's nicht interessieren und der wird gesagt, du kriegst billigen Wohnraum, Klima wird eh wärmer, da können wir auch mit da wird dann das wieder polemisiert, was sollen da jetzt ein paar Häuser ausmachen am weltweiten Klimawandel? So wird das halt gesehen, also es wird nicht so... Und es wird aber nicht erkannt, auch wenn das die Experten vorliegen, das ist der Ort, wo Kaltluft produziert wird, das ist nicht nebendran, sondern das ist dieses eine kleine Teilchen im System, was tatsächlich relevant ist. Es ist egal. Es ist egal. Du hast wirklich das Gefühl, wenn du auch mit den Leuten redest, die wissen schon genau Bescheid. Die wissen es. Diese Projektleitung hier, der war früher mal Chef vom Umweltamt, der das Projekt hier nach vorne bringt. Und da wirst du auch irgendwie, da beißt du in die Tischkante vor Wut. Auf der einen Seite ist einer Umweltamtsleiter außer Dienst, ne?
AD, kriegt Pension und wird auf Honorarbasis von der Stadt wieder beschäftigt, um ein Projekt nach vorne zu bringen. Stinkt, ja. Also das ist, aber er hat halt die entsprechende Vernetzung, er kennt alle Leute. Ja, genau. Dem schreibst du der kann es umformulieren heute auch. Heute bist du nicht mehr Umweltamt, heute bist du Umweltvernichter. Kriegst Geld dafür. Ah ja, klar. Mein Arbeitszeug habe ich ja da liegen. Das ist, ich muss nur das Fähnchen in den anderen Wind hängen. Ja? Und das allein über diese Tatsache bin ich aufgewacht. Da muss man halt immer so denken. Und da wird ja gesagt, wir brauchen doch Wohnraum. Hast du was gegen billiges Wohnen? Ja? Hast du was gegen Leben? Bist du für Tote? Ja, so. Es wird ja immer gleich so richtig das polarisiert, ja. Aber dabei ist es gar nicht günstiger Wohnraum, der da entstehen kann. Es wird kein günstiger Wohnraum entstehen. Also können wir jetzt hier an diesem Tisch gar nicht eine Zahl aufschreiben, was die Miete kosten wird. Und natürlich haben wir, egal wie oder wo, natürlich kriegt die Stadt diese Wohnung auch verkauft. Aber wenn man mal etwas gröber über die Sache, also nicht mehr betriebswirtschaftlich denkt, sondern vielleicht mal volkswirtschaftlich, also was macht denn überhaupt Sinn, in welche Richtung soll es denn gehen? Und da gibt es ja auch Kräfte, die sagen, dass das Land ausblutet, ist ganz gefährlich, das ist ganz scheiße, ja. Auf dem Land wird trotzdem Bauland vernichtet und versiegelt, weil die jetzt denken, das Land blutet aus, stimmt, mit Wohnen, ja, weil da nichts mehr ist, kein Bäcker, kein Arzt, kein gar nichts mehr. Und trotzdem wird da gebaut. Und die Städte haben den Druck von außen zu halten, dass alle Leute in die Stadt wollen. Und da ist meiner Meinung nach ganz faul. Nicht nur meiner Meinung nach. Das ist ja krank. Also man müsste auch das Land stärken. Also man müsste auch lebenswert machen, wenn du in Engenhahn wohnst, dass du von da aus arbeiten kannst und auch vielleicht zum Arzt gehen kannst. Und Engenhahn ist jetzt wirklich nicht weit weg. So, also da sind wir jetzt auch, ich meine, ich bin ja Architekt, ja. Ich habe auch gesagt, Leute, letztendlich profitiere ich ja so oder so, also wirtschaftlich profitiere ich von so einem Baugebiet, sehr logisch. Weil wenn hier gebaut wird, auch selbst wenn ich mich noch so verweigere, für diese Gesellschaft tätig zu werden, irgendwann kriege ich hier einen Auftrag, ja, für irgendwas. Deswegen bin ich, glaube ich, relativ glaubhaft, wenn ich sage, ich bin dagegen. Weil ich könnte ja dafür sein. Und die Leute bei Nerven zu halten irgendwie vielleicht. Mhm. Oder sie zu befähigen, nicht sich angegriffen zu fühlen, wenn jetzt eine Fachkraft irgendwie sagt, sorry, macht halt keinen Sinn, was du dir gerade beschlossen hast. Ne? Und dann über einen Diskurs, diesen Diskurs lebendig zu halten. Das setzt ja eine wirkliche Mündigkeit schon auch voraus. Ne? Das entwickelt das die Mündigkeit beim Tun. Es entwickelt Mündigkeit. Aber das setzt trotzdem auch voraus, dass es funktioniert, dass die dann irgendwann mal da ist. Weil ansonsten funktioniert es nämlich nicht ab dem Moment, wo Menschen von irgendwas solche Dinge, also den Idealfall. Und das Soziale ist natürlich ein Riesenaspekt beim Bauen und beim Planen. Da rede ich jetzt nicht von der Villa für den Industriellen, sondern ich rede von Mehrfamilienwohnhäusern zum Beispiel, die wir ja schon lange nicht mehr so planen können, oder vielleicht war es auch nie wirklich der Fall, nur ganz selten, dem Wohle des Menschen. Das ist so wie 100 Wasser dann letztlich, ne? Zum Beispiel, genau. Es gibt so ein paar Exoten, die dann einfach dann irgendwie gucken und sagen, ich mache das jetzt einfach und ich finde dann... Und da gibt es dann auch Spielräume und Spielwiesen und es gibt... Aber wenn du, ab dem Moment, wo du, wie wir jetzt, so Schwarzbrot, ja, musst du mit dem, was du machst, halt leben können. Wir sind die breite Masse. Und nicht der Profikicker, ja, der abgeworben wird, ja, der alles kann, sondern wir sind Hobbyfußballer, die breite Masse in dem Sport und müssen damit irgendwie leben, was unsere Rahmenbedingungen halt sind. Und da ist es wirklich eng. Aber nochmal zurück auf den Idealfall, eigentlich ist der Kontakt, das Soziale, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also wo schaffe ich in einem Mehrfamilienwohnhaus Räume, wo Begegnungsstätten allein, ja? Ist das Treppenhaus wirklich so minimiert, dass du aneinander nicht vorbeischleichst, nur weil du deine Wohnung willst oder wieder raus? Oder hat dieses Treppenhaus auch mal eine Erweiterung an irgendeiner Stelle, wo du einfach automatisch die Möglichkeit schaffst, dass Leute, die dich begegnen, sich auch mal gerne aufhalten, vielleicht ein paar Blumen gießen? Weil sich die Leute nicht immer nur am Müll treffen. So, ja, genau. Müll, nein, das ist tatsächlich so. Ich meine, genau. Der Müll vom Platz ist tatsächlich
ein sozialer Treffpunkt. Ja? Zwangsweise, weil man das nicht, natürlich überhaupt nicht geplant. Der ergibt sich nebenbei. Aber dieses Nebenbei kann man ja auch mal planen. Genau. Im idealen Fall, in dem es vielleicht nicht stinkt, wo man sich treffen muss, ja, weil es konzentriert, sondern weil es da vielleicht schön ist, nebenbei zu sagen, in dem Treppenhaus ist mehr weiter, ist eine kleine Veranda vielleicht ein Geschoss oder ein Blumenbeet oder irgendwas, wo der eine gießt und der andere seinen Salat hat, dann kommst du ins Gespräch vielleicht auch mit dem Nachbarn, den du eigentlich sonst nicht so lustig findest. Ne? Und trotzdem, da spielt Architektur halt Schlüsselrolle. Eine absolute Schlüsselrolle, weil da könnte man was machen. An dem Aspekt könnten wir. Ja? Aber dieser Raum, der kostet halt garantiert mehr Geld als das Fluchttreppenhaus. Ja, wo du aneinander vorbei rennst, wenn es brennt, ja. Nur Hauptsache ins Freie. Nur die Funktion erfüllt Rettung. Ja, da sind wir beim Thema Menschenleben vor allem anderen, ja. Ökonomie und Soziales sind wir aber auch wieder, dass das so getrennt gedacht wird. Ja. Ne? Aber das, was wir machen, wenn wir die Ökonomie über alles Soziale stellen, über jede Sinnbildung drüber stellen, das ist Raubbau am Sinn des Menschen. So, jetzt ist als gutes Beispiel. Die Architektenkammer Hessen hat einen Leitfaden mal aufgestellt für sich, also so eine Werte, tatsächlich Werte mal formuliert. Was will die Architektenkammer, welche Werte möchten sie in die Politik geben? Und das ist ein Pamphlet, das habe ich mir durchgelesen, wo ich so sage, toll, richtig, richtig klasse. Es sind genau solche Aspekte dabei. Stärkung, des ländlichen Raums. Aufhören mit Städte, um die Städte herum, die Städte weiter irgendwie zu erweitern. Schauen nach Ressourcen, sparen, bauen. Sprich, innerstädtisch nachverdichten. Ja, und Synergien bauen. Und halt irgendwie umnutzen, Leerstände vermeiden. Also, das sind wirklich so wirkliche Werte, die tatsächlich auch, wo sich Leute hinsetzen, auch mit solchen Gedanken, die du gerade geäußert hast, und die dann auch auf höchsten Ebenen, die auch gehört werden, auch formulieren und auch weitergeben. Und ich würde jetzt auch nicht so schwarz sehen und sagen, es wird nicht gehört. Ja. Es fließt ein, es machen sich Menschen Gedanken, das wird in die Diskussion fließt ein, wird dann vermengt mit wirtschaftlichen Interessen und durch irgendwelche politischen Mühlen gemahlen. Und ich glaube, wir brauchen halt einfach Zeit, wie es kommt. Ne? Und Prognosen sind immer dann schwierig, wenn sie in die Zukunft gerichtet sind. Wobei wir das ja jetzt schon, aber jetzt mit der Umwelt sind wir jetzt schon ziemlich lange kommen sehen. Ja, das ist richtig. So, und selbst wenn wir jetzt schon, wenn jetzt schon klar ist, man kommt nicht an dieser 1,5 Grad Marke vorbei, dann wird sich das nicht mehr fangen. Ja. Also, ne? Dass es geschieht, dass jetzt immer wirklich immer klar. heißer wird. Ich fragte mich, ob das schon vorüber ist. Ne? Es fühlte sich so ein bisschen an wie so Luftballon weit los. Ja, das kann sein. Trotzdem haben wir halt keine andere Wahl. Trotzdem ist es richtig, glaube ich, dem nachzugehen, dass das, was man halt machen kann. Also natürlich sind wir sind abhängig von dieser Herde, ja, wie die sich bewegt weltweit. Und aber vielleicht macht unser Verhalten an der einen oder anderen Stelle irgendwas aus. Willkommen zurück im Studio. Wir erkunden das Gebiet noch weiter, bis wir in der zweiten Stunde auf ungeklärte Fragen und unmittelbare Lebensraumbedrohungen für alle stoßen und uns kritisch mit dem Umgang der Verantwortlichen beschäftigen. Zieht man oberhalb der Mauer über die Felder, weht immer ein kräftiger und kühler Wind. Hier bekommt man deutlich zu spüren, was die Frischluftschneise von Wiesbaden eigentlich ist. Das ist auch gut, denn die angrenzende Entsorgungsindustrie und deren Ausdünstungen werden sofort verweht und verdünnt. Üppig blühen die Wildblumen am Feldrand. Aus den Gebüschen dringen Vogelklänge und lautes Summen von Hummeln und Insekten. Das 50 Hektar große Areal ist zusätzlich zur Lage der Frischluftschneise das Kaltluftentstehungsgebiet und beeinflusst damit maßgeblich die Temperatur von Wiesbaden bis nach Mainz. Unversiegelter Boden, große Freiflächen und Pflanzen kühlen hier die Luft ab und produzieren Frische für die gesamte Region.
Und dann gibt es da diese kleine malerische Siedlung in einem abgelegenen kleinen Wäldchen. Aus zwei Straßen besteht sie und wurde historisch aus eigenhändiger Arbeit von den Anwohnern in Gemeinschaftsarbeit erbaut. Länger als die Siedlung steht hier die Erbenheimer Warte als Zeuge längst vergangener Zeiten. Vor 500 Jahren stand sie hier schon auf dem Petersberg, der heute schneeweiß verputzte Rundturm der Erbenheimer Warte. Es ist der einzig übrige von vier solcher Türme, die im Mittelalter die Landwehr in Biebrich, Erbenheim, Hochheim und Flörsheim sicherten. Er bot Schutz vor raubenden Horden, die sich von den Taunusbergen auf Beutezüge in die reichen Siedlungen am Flussufer aufmachten. 1883 wurde hier eine Festung gebaut, genannt Festung Petersberg. Das Fort wurde nach dem Ableben des Erbauers in Fort Bieler zu seinen Ehren umbenannt. Noch heute liegen die Überreste teils verbuddelt und vom Wald überwuchert im Wäldchen hinter der Siedlung. 1932 entstand hier eine kleine erste Siedlung, da ein Gesetz zum Bau von Stadtrandsiedlern verabschiedet worden ist. Stadtrandsiedlungen. 40 neue Wohnmöglichkeiten sollten hier entstehen und alle Ausführungen sollten von den Siedlern selbst in Eigentätigkeit erfolgen. Auf den Anschluss von Gas und Kanalisation wurde verzichtet. Die im Haushalt anfallenden Abwässer und Fäkalien wurden für den Garten gebraucht. Die Gärten wurden groß angelegt, um weitestgehend eine Selbstversorgung anzustreben. Was hier in den folgenden Jahren entstand, ist heute noch eine eng zusammenhaltende kleine Gruppe von aktiven Bürgern und gesunden nachbarlichen Gemeinschaftsgewebe. Ab 1945 wies die Stadt Mainz Flüchtlinge aus Schlesien und Oberschlesien vorübergehend in Notunterkünfte. Man wies sie in die alten Gewölbe des Forts zu. 3 Jahre mussten sie in den alten Katakomben ausharren. In diesen 3 Jahren integrierten sie sich in die Siedlergemeinschaft. Freundschaften entstanden, schufen sich hier Arbeit in Form von kleinen Einkaufslädchen für die Bewohner. Und noch heute bestehen enge Kontakte der Siedler zu den Nachkommen der damaligen Flüchtlinge. Gegenseitige Hilfe und Unterstützung zog sich vom Bau bis heute als eigene Kultur durch die Zeiten. Hinter diesem wunderbaren Ort, der 10 Minuten von Mainz und 10 Minuten von Wiesbaden entfernt liegt, erstreckt sich der Kalkofen. Aber mal zurück zu der aktiven Gemeinschaft, den Fort Bielern. 1978 sollte eine GSG-9-Einheit zur Bekämpfung der RAF am Fort Bieler stationiert werden. Das beschloss Wiesbaden und man erfuhr es aus der Zeitung. Die Siedler setzten sich erfolgreich zur Wehr. Der 50 Hektar große ehemalige Wehrmachtsbesitz, der nach dem Zweiten Weltkrieg ins Eigentum der Bundesrepublik überging, gab weiterhin Anlass zur Wachsamkeit. 1995 mussten die Siedler wieder einmal aus der Zeitung erfahren, dass die Stadt Wiesbaden plante, das Gelände zu kaufen und als Gewerbegebiet zu vermarkten. Die Bürgerinitiative ließ sich nun als Verein eintragen. Ein Gutachten, erstellt im Auftrag des Magistrats, bestätigte, was die Siedler vermuteten. Die Bebauung des 50 Hektar großen Areals würde den Siedlern und auch unmittelbar am Möhneburg, Kostheim und Kastell sowie Erbenheim im wahrsten Sinne des Wortes die Luft abschneiden. Interessanterweise war zu der Zeit Herr Mengenden Amtsleiter. Er ist nach seiner Pensionierung bis vor kurzem Projektleiter für die SEG zum Ostfeld gewesen und immer noch sehr aktiv. Ihn zeichnet ein wohl sehr elastischer Umgang mit Fakten aus. So hört man, er reduzierte einfach mal die Anzahl der Vogelarten von 100 auf 10 und auch die stärkste Frischluftentstehung wird von 2 Uhr nachts auf 4 Uhr verschoben. Was ganz banal klingt, verändert aber die Aussage der gesamten Untersuchung. Zurück zur Vergangenheit. Wir sprechen von 1999. Vielfach belastet von der Bundesstraße und der anliegenden Industrie, benötigt die Region die Frischluft unbedingt. Nach langen Verhandlungen mit der Stadt war das Gewerbegebiet vom Tisch mit folgender einsichtiger Begründung. Infolge des städtischen Gutachtens, ich zitiere, Stellungnahme der Landeshauptstadt Wiesbaden im Rahmen der Anhörung und Offenlegung. Spezifizierung, Bereiche für Industrie und Gewerbe sowie Dienstleistungen. Beschluss, es wird beantragt, die Darstellung Bereich für Industrie- und Gewerbezuwachs zu ändern in Bereich für Landwirtschaft. Begründung, im Landschaftsplan auf Flächennutzungsebene werden gegen die Ausweisung dieses Bereichs als gewerbliche Baufläche erhebliche Bedenken in Bezug auf das Klima, den Arten- und Biotopschutz, das Landschaftsbild sowie Auswirkungen auf Freizeit und Erholung vorgebracht. Außerdem steht die Darstellung im Widerspruch zur Abfallwirtschaft, zum Abfallwirtschaftskonzept und dem Ausgleichsflächenbedarf für die Deponieerweiterung. Das war die Einsicht also 1999. Gut 20 Jahre später greift ehemaliger Oberbürgermeister Sven Gehrig die Diskussion um die Bebauung des Ostfeldes nochmals auf.
Als wirksamstes Argument wird die Erschließung von günstigem Wohnraum in der Region in den Fokus genommen. Der erste Spatenstich soll 2026 erfolgen und 2028 sollen erste Wohnungen bezugsbereit sein. Auf etwa 30 bis 35 Hektar sollen Wohnungen für bis zu 12.000 Menschen entstehen. Die Bebauung wäre damit dichter als das Dichterviertel. Das geplante Gewerbegebiet auf der übrigen anderen Fläche soll 9.000 Arbeitsplätze schaffen. Dies würde aber zusätzlich den Druck auf den Wohnungsmarkt erhöhen. Die Verkehrsbelastung wird immens steigen. Ein Gutachter der SEG prognostizierte bei nur 10.000 Einwohnern und 5.000 Arbeitsplätzen ein zusätzliches Kfz-Aufkommen von 19.000 Fahrzeugen täglich. Den Hochkreisel passieren am Kasteller Brückenkopf heute schon 100.000 Personen täglich. Deshalb hatten schon Verkehrsdezernent Kowoll und alle drei Professoren, die auf die Einladung der SEG ihre Fachkompetenz in einer Impulsveranstaltung einbrachten, erklärt, ohne Citybahn kein Ostfeld. Aber von dieser Aussage nimmt man derzeit einfach Abstand und lässt es unerwähnt. Von einem weitgehend autofreien Wohngebiet in unmittelbarer Nähe zweier Autobahnen und das wenige Meter von Auffahrten zu diesen sprechen aber weiterhin die SEG-Planer. Doch schon mit etwas Nachfragen stieß ich auf folgende Einsicht und Verklüngelung, die erklären könne, wieso an einem so unmöglichen Bauvorhaben so festgehalten wird. Die Frage, die ich stelle, ist, warum hat Sven Gehrig, der das Thema neu eröffnete, großes Interesse daran, das Ostfeld als Bebauungsgebiet zu erschließen? Ich stieß auf folgende Zusammenhänge. Roland Stöcklin, derzeitiger Geschäftsführer der SEG, ist SPD-Mitglied und war vor diesem Job Oberbrandmann bei der Wiesbadener Berufsfeuerwehr. Sven Gehrig, unser ehemaliger Oberbürgermeister, ist wohl der Patenonkel des Stöcklinchen Sohnes. Die Mutter dieses eben jenen Sohnes ist die Tochter des Herrn Hohenner, seines Zeichens einer der größten Immobilienmenschen hier im Rhein-Main-Gebiet. Sven Gehrig wurde Oberbürgermeister und Roland Stöcklin wurde Geschäftsführer der SEG, der Stadtentwicklungsgesellschaft. Und dann wurde dieses Projekt angestoßen. Wer hat denn das größte Interesse an so einem Projekt? Man könnte vermuten, die Immobilienwirtschaft. Kann das sein? Und jetzt ist Gehrig auf der anderen Rheinseite in der Immobilienwelt. Kann das sein, dass der Herr Hohenner, der Schwiegervater von Herrn Stöcklin, den Gehrig kennt? Das könnten alles sehr schlüssige Hypothesen sein. Die Immobilienbranche kann sich hier mit dem Projekt Ostfeld also eine goldene Nase verdienen. Es riecht also nach Geld und nach Verwandtschaft und politischer Macht statt politischem Sinn. Und hinter vorgehaltener Hand, so hoffe ich, findet der grüne Umweltdezernent vielleicht auch nicht so viel von diesen Bebauungsplänen, ja? Wir erfahren jedenfalls in unserem gleich anschließenden Interview von vielerlei Informations- und Kommunikationsverdrängen. Und wenn's keiner kommuniziert, bekommt's auch kaum einer mit. Also bleibt dran für unser nächstes Interview. Wir sehen aber auch, das Stadtkundeninteresse steht über dem Interesse der Stadtbewohner. Was wurde bisher unternommen? Wie wurde reagiert? Und was können wir tun? Welche Studien sind im Umlauf und was sagen sie aus? Wer legt sie zu seinen Gunsten aus? Über Macht und Ohnmacht sprechen wir im zweiten Teil unserer Sondersendung mit einem politisch sehr aktiven Menschen in der Region. Wir treffen im Gespräch auf grünen Politiker Ronny Maritzen. Er wohnt mit seiner Frau im Fort Bieler, engagiert sich im Umweltschutz dieser Region und schaut mit Sorge auf die aktuellen Entwicklungen. Von ihm hören wir, was bisher unternommen worden ist und wie die Zuständigen darauf reagiert bzw. nicht reagiert haben. 200 Millionen Miese macht die Stadt jetzt schon zugegeben. Also wenn dieses Projekt realisiert werden würde, sind mindestens 100, eher 200, ich sage wahrscheinlich noch mehr, schon jetzt zugegeben als Verlust. Uiuiui, aber auch nur rechnerischer Verlust, das beinhaltet überhaupt nicht diese ganze Umweltsituation, die hier ist. Das ist einfach vom Bauprojekt her. Na, und dann habe ich ein paar Fragen an dich. Also erstmal wohnst du ja hier. Ja. Als Anwohner, was zeichnet für dich die Gegend eigentlich aus? Na, ich würde noch einen Schritt vorher ansetzen. Mhm. Wie bin ich denn hier hingekommen? Mhm. Also wir wohnen da hinten im letzten Haus im Wald. Meine Frau ist dort geboren. Und ich bin dann irgendwann der Liebe wegen hier hingezogen und das war, also wir haben 89 geheiratet und 94, 95 sind wir dann hier
als Familie, also unser Sohn, der ist mittlerweile auch 30, der wohnt aber in der Stadt, hier sesshaft geworden. Und ich war noch nicht richtig angekommen. Da hat der damalige Oberbürgermeister, der Herr Diehl, CDU, seinen Plan verkündet, rund um das Furbiler ein Gewerbegebiet zu platzieren. Also genau die gleiche Fläche, wo jetzt ein Stadtteil entstehen soll, also Wohnen in erster Linie, da sollte Anfang, Mitte der 90er Jahre ein Gewerbegebiet hinkommen. Also mit anderen Worten, diese Fläche, die ist schon mehrfach ins Auge gefasst worden, in den Fokus gekommen. Ja. Danach waren es dann 2007 die Amerikaner. Mhm. Die Amerikaner haben ja ihr Headquarter von Heidelberg hierhin umgezogen. Kann man jetzt auch so stehen, wie man will, aber es ist jedenfalls geschehen. Und da haben die auch Möglichkeiten gesucht, um sich zu erweitern, um die größere Anzahl der Soldaten, die kommt, Wohnraum zu bieten. Und die hatten auch schon mal die Idee, dort Housing, wie das bei den Amerikanern heißt, anzusiedeln. Das ist aber mit vereinten Kräften, da waren die Stadt und die Bürger hier einer Meinung, abgewehrt worden. Da wurde dann was erzählt von Keltengräbern und also ich nochmal zurück zu 1994, 1995. Also ja. Ich war gerade hier angekommen und da kam diese Nachricht. Ja. Und dann haben wir eine Bürgerinitiative gegründet, deren Gründungssprecher ich bin, die Bürgerinitiative Furbiler, ja, die es bis heute noch gibt. Und wir haben gegen dieses Gewerbegebiet Politik gemacht, Kampf gemacht. Aber die Stadt war auf eurer Seite? Nö. Nö? Ja, das war ja der Oberbürgermeister Diehl, der wollte das ja. Ah ja, stimmt, hast du gesagt. Den haben wir wir haben die politische Stimmung umgedreht. Wir haben die SPD umgeschmissen unten in Kastell und dann kam das so langsam in Bewegung und dann gibt es einen Beschluss aus 1999, der Stadtverordnetenversammlung, dass hier dieses Gebiet einfach zu wertvoll ist, ökologisch, bla 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 blub, 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 um hier zu bauen. Punkt. Ja. Oh, das hätte ich gerne. Da würde ich gerne reinschauen. Ja, ja, ja. Und jetzt irgendwie, gut 20 Jahre später, hat sich irgendwie nichts geändert. Mhm. Das Klima ist eher schlechter geworden als besser. Ja. Und plötzlich soll das kein Thema mehr sein. Also. Genau, da habe ich mich nämlich auch noch was gefragt. Ja. Weil eigentlich bei solchen Bauvorhaben ist ja eigentlich so ein Umweltdezernent bzw. Umweltdezernentin zuständig für sowas zu beraten und darauf zu gucken, wie befähigt. Was schätzt du ein? Wie befähigt sind die Leute in ihren Posten? Werden die da einfach so reingewählt? Frage ich mich dann, wenn das auch vor allem vor 20 Jahren schon als wertvolles Gebiet erkannt worden ist. Haben die das auf dem Schirm? Oder muss das immer wieder neu vermittelt werden, damit die es wissen? Ne? Es kann ja sein, dass das einfach wirklich vergessen ist. Ne? Und die Leute einfach andere Bereiche im Kopf haben. Arik, so spreche ich es richtig aus. Arik. Arik. Ja. Arik. Wir sprechen hier über Politik. Mhm. Und Politik hat immer was mit denen zu tun, die aktuell Politik machen. Ja, also das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Sonst hätten wir vielleicht heute noch irgendwie ein Kaiserreich oder so. Also es gibt Fortschritt, es gibt Veränderungen. Ja. Und natürlich sagen die, die heute an der Macht sind, das habe ich wortwörtlich so gehört, ja, das mit dem Klima, heute ist man schlauer als damals. Ja. Ja. Würde man hoffen. Kann das, man kann, ne, andersrum. Man kann das baulich in den Griff kriegen. Aha. Ob man das jetzt Quatsch findet oder nicht, das ist jetzt die andere Frage. Aber wir reden hier in erster Linie über Politik und nicht über Wissenschaft. Ich meine, du kriegst das ja bei dem Professor Drosten mit. Der wird ja jetzt auch verpolitisiert mit seiner Wissenschaft. Und genau so läuft das hier auch. Ja, also man gibt gut. Es gibt, kennst du Klimprax? Nee, leider nicht. Auch nicht. Klimprax ist ein sehr, sehr gutes Projekt, was zwischen den Landeshauptstädten Wiesbaden und Mainz beauftragt wurde, um den Klimawandel und seine Folgen für die beiden Landeshauptstädte aufzunehmen, zu werten, zu wichten, Empfehlungen abzugeben. Wunderbar. Wunderbar. Und da steht alles drin zum Thema hier Kaltluftentstehung. Ja. Was macht die SEG, die Stadtentwicklungsgesellschaft, die dieses Projekt will oder umsetzen will, soll im Auftrag der politischen Machthaber, Machthaber klingt so schlimm, aber die haben halt die Macht, die machen ein eigenes Gutachten. Hm. Und das Gutachten kommt zu einem anderen Ergebnis,
Natürlich, wenn ich einen Auftraggeber beauftrage, dann weiß der, was ich für eine Erwartung habe. Und dann, ich will nicht sagen, dass der ein falsches Gutachten erstellt. Aber man kann an den richtigen Stellen schweigen, man kann an anderen Stellen andere Schwerpunkte legen und schon steht da ein bisschen was anderes drin als in dem Klimprax-Gutachten. Und gibt es da irgendwie Instrumente, um solche Gutachten gegeneinander aufzustellen? Oder gibt es da über Politik? Das sind demokratische Prozesse eigentlich. Genau. Und inwieweit, das frage ich mich auch, weil ich erfahre das ja immer nur von den Leuten, die ich so treffe hier in der Gegend, wenn ich hier spazieren gehe. Ne? Mhm. Und ich erfahre eigentlich eher, dass die Leute das Gefühl der Ohnmacht haben, ne? Ja. Ohne Macht. Ja. Das Gefühl der Ohnmacht, ja. So laufen sie herum und sagen, ja, man weiß nicht, die Stadt Wiesbaden macht dann einfach irgendwas. Und das ist so entpersonalisiert, die Stadt. Ja. Es gibt genau, nicht aber, die Stadt. Und dann finde ich aber immer, wenn man dann mal irgendwelche Widersprüche zu bestimmten Zeiten einreicht, dann tauchen solche Sachen auf, ja, das haben wir doch öffentlich gemacht. Ne? Aber das wurde dann irgendwie per einen Zeitungsartikel mal kurz öffentlich gemacht. Das hat so ein bisschen was wie für mich jetzt persönlich, hat das was von Ablasshandel. So, man tut das Nötigste, PR. Wirklich, wirklich beteiligt ist eigentlich niemand. Nö. Man will auch gar nicht, dass die beteiligt Nein. sind. Man wird auch abgewiesen dann so. Wir haben das genau. doch geschrieben in der Zeitung, so bitte genau. schweigen ist doch schon Sie. Durch. Ist doch schon durch. Ist doch genau. alles schon entschieden. Wie kann man denn, hast du da Ideen? Ja, wie kann man denn da? Ich bin ein politisch aktiver Mensch. Ja. Es gibt es gibt Bürgerinitiativen, es gibt politische Parteien, es gibt politische Prozesse, auf die muss man Einfluss nehmen. Und das Fatale, was ich erlebe, das ist genau, was du auch sagst, dass hier zum Beispiel in der Siedlung auch so der eine oder andere sagt, naja, die machen doch eh, was sie wollen. Mhm. Und da muss man raus. Du hast eine gewisse Eigenwirksamkeit, aber dazu brauchst du Kampfesgeist, dazu brauchst du Ausdauer und da brauchst du auch Frustrationstoleranz. Und jetzt gibt es in diesem Bereich hier, glaube ich, ist der AKK ganz stark irgendwie beteiligt. Der AUF meinst du, den Arbeitskreis Umwelt und Frieden. Ah, in ja, dieser Moment, Frage. Moment, wer denn? Der auf AKK? Ja. Ja, das ist eine politische Wählergruppierung. Ich bin Fraktionssprecher. Das auf in Kastell, mhm. ja, das ist eine Zusammenschluss von, ich sag mal, eher den links von der Mitte orientierten Kräften. In Kastell tritt zur Kommunalwahl, treten weder die Grünen an, noch die Linken, sondern die sind vereint im auf, Arbeitskreis Umwelt und Frieden. Die Bürgerinitiative vor Bieler hier dieses Gewerbegebiet verhindert hat, habe ich mich dann entschieden, werde politisch aktiv. Weil im Rathaus fallen die Entscheidungen. Genau. Ja. Und wenn es dir gelingt, den politischen Willen, den Druck von der Straße ins Rathaus zu bringen, dann bewegen die sich. Weil sie wollen wiedergewählt werden. Und dazu müsste man aber immer wissen, wann sind denn solche Gespräche, die es hier, die Gegend hier betreffend, gerade auf dem Plan? Ja, das ist ja, das weiß man. Das steht dann auf einem Tagesprotokoll, was man einsehen kann. Das fragt man bei Oskar nach. Ja, genau. Genau. Und ich weiß aber, dass es vor Corona gab es eine Veranstaltung, die wir eigentlich alle ziemlich zahlreich besuchen wollten. Hätte es geben sollen. Hätte ja. es geben sollen. Ne? Ja. Und jetzt habe ich aber seitdem nichts mehr davon gehört. Ja. Gibt ja auch keine großen Veranstaltungen mehr. Und in dieser Zwischenzeit, werden denn in dieser Zwischenzeit trotzdem Beschlüsse gefasst? Ja, und das ist Gott sei Dank nein. Also ein Glück. Das ist ein sehr komplexes Thema. Die Stadt, der Baudezernent und der Oberbürgermeister wollen dieses Projekt Ostfeld im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme realisieren. Eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist eine Sondersituation, die das Baugesetzbuch ermöglicht, ja, die aber Wiesbaden noch nie durchgeführt hat. So, das Besondere ist, und nur so kann er sich zumindest theoretisch rechnen, das Projekt, du Stadt kaufst Grundstücke zu einem Einheitswert, zu einem Einstandswert an, also hier die Äcker zum Beispiel für 6 bis 8 Euro. Die armen Bauern. Ja, entwickelst das und verkaufst es dann für 1000 Euro an die Investoren und von der Differenz bezahlst du Infrastruktur, Straßen, Kindergärten, bla bla bla.
Das ist die sogenannte städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. Und das bedarf einer Satzung. Das muss per Satzung geregelt sein. Und diese Satzung, die sollte eigentlich jetzt schon längst durch sein. Mhm. Aber dann kam Corona. Und ich weiß jetzt aus zuverlässiger Quelle, dass diese Satzung nicht mehr vor der Sommerpause ins Parlament kommt. Das ist also der nächste spannende Moment. Diese Satzung, kommt sie oder kommt sie nicht? Ich bin der Meinung, in diesen Zeiten, wo alle großen Projekte, wie ich finde, zu Recht zu hinterfragen sind, ja. Und sei es auch die Citybahn, ein Herzensprojekt von mir, auch die muss hinterfragt werden. Und erst recht solche Projekte, und das ist so die Pause, die im Moment herrscht. Ja? Also im Moment passiert nichts, und wenn nichts passiert, passiert auch nichts Schlimmes. Und die Bauern, sage ich jetzt mal, die das Ganze landwirtschaftlich nutzen, das ist ja, grenzt ja an Enteignung, 8 Euro. Ja, das ist, der das, Quadratmeter. Ja, das ist, deswegen ist diese städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ja so ein scharfes Schwert, weil sie genau das ermöglicht in letzter Konsequenz die Enteignung. Wenn da ein Grundstückseigentümer nicht mitmacht, kann er enteignet werden. Weißt du, wie viele Bauern hier so aktiv sind? Es sind ja dann relativ wenige, die das dann betrifft. Ne? Wie finden die denn eine Stimme? Ja, das ist auch so. Und das ist so eine kleine Facette. Es gibt eine, hast du den Namen Ralf Schaab, Hof Erbenheim, schon mal gehört? Ja. Ja? So. Das ist der aktive Kopf dieser Bauernschaft. Die haben mit einem Münchner Anwalt zusammen einen 10-seitigen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben, und wo der Anwalt nachweist, diese Maßnahme ist rechtswidrig. Ja. Der Brief ist im Februar rausgegangen. Die haben noch nicht einmal eine Eingangsbestätigung gekriegt. Oh. Ja, also das sind alles so, das ist Politik macht. Verzögerungstaktik. Ne, einfach weglächeln. Ja. Weglächeln. Verrückt. Schreib Siehst dir das du? Auf. Da kannst du den Projektstand Ostfeld und andere Bürgerbeteiligungsprojekte. Dein Punkt Wiesbaden.de. Also das ist eine von der Stadt betriebene Seite, wo gerade das Ostfeld sehr, sehr gut dokumentiert ist. Na, wie ist es denn mit dieser Müllverbrennungsanlage? Das ist ein Projekt, das mit dem Ostfeld mal so gar nichts zu tun hat. Ja, aber trotzdem die Region hier. Ja, natürlich. Also wir leben hier in einem Ballungsraum. Ja. Mit sehr vielen Interessengegensätzen, wirtschaftlichen Aktivitäten. Und die Müllverbrennungsanlage ist ein Projekt oder ein Wunschprojekt, die letzten Endes den Anstoß dazu gegeben haben, der Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden. Okay. Ja, weil wie jede Kommune hat auch Wiesbaden Restmüll. Ja. Und mit dem muss irgendwas geschehen. Da gibt es gesetzliche Vorgaben, dass der nämlich thermisch zu verwerten ist. So. Ja, und du hast völlig recht. Ich meine, der Müll, mit dem geschieht ja jetzt auch was. Der wird in eine Müllverbrennungsanlage gefahren. Und das ist auch die politische Ansicht von uns Grünen gewesen und ist es auch bis heute noch. Es gibt in der Region genug Kapazität. Ne, in Erbenheim gibt es ja auch noch. In Erbenheim? Oder? Hat mir auch wieder ein Spaziergänger erzählt. In Erbenheim gäbe es da auch eine Anlage. Nein. Also nee. Es gibt keine Müllverbrennungsanlage auf Wiesbadener Gemarkung. Was es gibt, das ist die sogenannte Biomasse-Heizkraftwerk. Okay. Das steht unten auch in der Nähe vom Hetzler Hof und bei der ELB, und genau daneben soll das richtige Müllheizkraftwerk hin. Und das soll ja jetzt, wenn man jetzt so diesen Texten folgt, die von den Bauern reingestellt werden, soll das ein total tolles Ding sein. Alle Wärme, die produziert wird, wird direkt verarbeitet, das Ding wird nach den neuesten Standards aufgebaut, die Filter sind super gut. Ja. Das kann mir jetzt als Bürger jeder erzählen, weil ich keine Ahnung habe davon. Nur das ist ja bestimmt auch richtig, aber das heißt ja immer noch, das beantwortet ja immer noch nicht die Grundfrage, brauche ich es? Ja. Weil jedes Müllheizkraftwerk ist ja alles nur nicht auf die Vermeidung von Müll ausgelegt. Weil jedes Müllheizkraftwerk braucht ja Müll, wie der Name schon sagt, um betrieben zu werden. Also insofern ist
unser gesellschaftspolitischer Ansatz, also unser der Grüne, Müll vermeiden. Ja. Läuft statt Funktionen zu schaffen, die dann den Müll brauchen. Ja, konterkariert jedes Müllheizkraftwerk. Und zumal wir wirklich in der Region tatsächlich genügend Kapazität. Aua. Ich muss mal los. Vergiss den Begriff die Stadt. Okay. Es gibt nicht die Stadt. Mhm. Ja, sondern es gibt immer verschiedene Interessengruppen. Und hier in dem Fall ist die Stadt der Oberbürgermeister Gehrig, der angefangen hat mit dem Projekt. Und die Mehrheit der Regierungsfraktionen und die Stadtentwicklungsgesellschaft, die dieses Projekt operativ betreut. Das ist in dem Fall die Stadt, die dieses Projekt treibt. Es gibt durchaus Interessengruppen, die dagegen sind, aber die sind halt politisch, in der Minderheit. Ja? Und das finde ich ja das Schöne und das Vertrackte an der Politik. Es ist halt keine Naturwissenschaft, sondern die Mehrheit sagt, wo es lang geht. Und die Mehrheit kann ja auch irgendwie total liegen. So weiß es halt nicht, wenn sie nichts nicht wissen. Ja? Also Klimprax hat jetzt mit dem Ostfeld per Definition erstmal gar nichts zu tun. Mhm. Sondern das war wirklich ein Projekt mit den Teilnehmern der beiden Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden. Also von daher auch was Besonderes, weil es über die Landesgrenze und über den Rhein hinweg ging. Mit der Fragestellung, wie sieht das eigentlich aus mit dem Klimawandel und was hat das hier für Auswirkungen und was können wir tun? Ja. So, eine ganz klare Fragestellung. Und die Ergebnisse, die diese Klimprax-Studie gebracht hat, die sind übrigens in jedem besseren Internet erhältlich, sprechen auch, was das Ostfeld anbelangt, eine glasklare Sprache. Dann hätte man ja jetzt eigentlich davon ausgehen müssen, so, dass das Bücher zu, fertig. Genau, anerkannt wird, gesehen wird. Ja. Es wurde aber mit sehr, sehr fadenscheinigen Begründungen, Klimprax ist zu grob rasterig, das ist alles zu groß dargestellt und das muss auf kleinere Ebene, bla bla bla, hat die Stadtentwicklungsgesellschaft ein anderes Gutachten in Auftrag gegeben, was kleingliedriger dann ist? Ja, aber halt. Ja, aber also in Umweltfragen ist es ja eigentlich auch wichtig, die große es kam zu hinterher, nehmen. Es kam hinterher noch nicht mal also raus, dass die Begründung für dieses zweite Gutachten, dass die selbst in einem vergleichbaren Maßstab gemessen haben, die sind gar nicht auf einen kleineren Maßstab gegangen, aber es waren halt andere Gutachter. Und Gutachten, also wer Gutachten lesen kann, mir hat einer gesagt, selbst in diesem Gutachten von der Stadt in Auftrag gegeben, beziehungsweise von der Stadtentwicklungsgesellschaft, wer das verständlich liest, der liest daraus Finger weg. Aber diese klare Aussage ist natürlich nicht getroffen, sondern eher durch Auslassungen und vorsichtig und man könnte und würde und hätte. Mhm. So. Aber das ist alles nicht das Thema. Ich weiß nicht, wie lange bist du hier in der Gegend? Hast du die Kampf- und Kohlekraftwerk mitbekommen? Das war ja auch so ein Riesendrama. Die Mainzer wollten ja ein Kohlekraftwerk bauen. Ja, und das ist letzten Endes gescheitert. Aber das ist meine tiefste Überzeugung. Am Ende des Tages ist das aus finanziellen Gründen gescheitert. Und genauso wird es auch so mit dem Ostfeld sein, wenn es scheitert. Die Politik, ja. Naturschutz, Fail, Klima. Wird das Geldgründen scheitern? Wenn es scheitert. Weil, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Zugegeben von der Projektleitung macht dieses Projekt mindestens 100 Millionen, eher 200 Millionen und ich sage wahrscheinlich noch viel mehr, miese für die Stadt. Aber da wird gesagt, oder wurde gesagt, naja, das ist ein 4 Milliarden Projekt, was das für Effekte, Wirtschaftseffekte, bla bla bla. Das war vor Corona. Jetzt ist Corona.
Und da überlegt man sich dann vielleicht schon mal, ob man irgendein Projekt angeht, was 100 Millionen Miese macht. Ich habe dir den Link geschickt, das kannst du alles im Internet lesen. Ja. Also, bauen auf der grünen Wiese, und darüber reden wir ja, oder auf dem braunen Acker, ist per Definition natürlich teuer. Weil du hast nichts. Du hast noch nicht mal einen Kanaldeckel, du hast gar nichts. Du hast keine Infrastruktur, du hast keine Logistik, du hast null. Das muss ja alles entstehen. Und wenn du schon mal irgendwo als Anlieger mitbekommen hast, was so eine blöde Straße alleine kostet, wo du dann mit zugezogen wirst als Hauseigentümer, dann hast du eine Vorstellung davon, was für Kosten entstehen, wenn ein komplett neuer Stadtteil from the scratch hingestellt wird. Und das ist ja genau das, was geplant ist. Jetzt hat man mir noch erzählt, dass es irgendwie die Wasserversorgung soll aus dem Ried sich speisen. Was hat es damit auf sich? Das ist genau dieser, also die Strategie der Projektbefürworter ist es, alle kritischen Themen, alle, zu verschieben, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Mhm. Das machen wir, wenn Bauleitplanung ist. Also wenn die Grundlagenentscheidung, wir machen es, schon getroffen ist und dann hoffentlich schon so viel Geld ausgegeben wurde, dass dann die Bürgerinnen und Bürger sagen, ah ja, okay, jetzt müssen wir es auch durchziehen. Mhm. Wo das Trinkwasser herkommen soll, ist für mich eine ganz, also war für mich von Anfang an eine ganz wichtige Frage. Und ich kenne die Geschäftsführerin von Hessenwasser, die Frau Dr. Schweizer, weil ich bin Mitglied der Betriebskommission der Wasserversorgung Wiesbaden. Wenn die Frau vor zwei oder drei Tagen presseöffentlich sagt, die Kommunen wären gut beraten, wenn sie sich Hochdruckbehälter anschaffen würden und eigenes Wasser besser bevorraten, dann gehen für mich alle Alarmglocken hoch. Klar. Weil die ist normalerweise jemand, der sagt, alles gut, ja. Wasser, Hammer. Und wenn die sowas sagt öffentlich, ja, also wo diese 10.000 Leute plus Industrie, plus was der Kuckuck was, hier Zuwasser herkriegen. Wir haben gesagt, das wollen wir. Wir wollen ein Konzept. Später. Aber inwieweit darf man das überhaupt? Inwieweit darf man auf später verweisen, ja, das ist eine gute wenn Frage. Es im öffentlichen Interesse liegt? Das ist eine gute Frage. Und das ist ja, das sage ich jetzt wieder, das ist das Dilemma mit der Politik. Politik kann fast alles. Es sei denn, die Juristen fallen ihnen in die Parade. Und deswegen, es gibt ein Schreiben von dem Dr. Ziegler, ohne Doktor, von dem Herrn Ziegler aus München. Der, also München ist ja auch eine Boomstadt. Also dagegen ist ja Wiesbaden Kindercafé. Ja? Der hat dort eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme mit juristischen Argumenten zu Fall gebracht. Und das hat er hier auf Wiesbaden runtergeklappt. Hat dem Herrn Oberbürgermeister ein 10-seitiges Schreiben geschickt. Im Februar. Nichts. Gelesen, gelacht, gelockt. Und deswegen aber nur, wenn die Leute eben nichts mitbekommen davon. Ne? Ja, wenn man ja aber sagt, es gab diese Schreiben, wo sind die Antworten? Ja, das ist wirklich... Guck mal, das Projekt Ostfeld, das arbeitet mit einer Kommunikationsagentur zusammen. Ich weiß ja, was die für eine Kohle gekriegt haben. Das Projekt Ostfeld hat ja jetzt schon mindestens 2 Millionen Euro gekostet. Und es steht noch kein Stein auf dem Acker. Es ist alles Planung und PR und Öffentlichkeitsarbeit und was auch immer. So, und die Gegenbewegung ist natürlich, hat nicht ganz so diese finanziellen Mittel. Aber du weißt natürlich, als aktiver Mensch, eben genau wie jetzt gerade um dieses 10-seitige Schreiben, kannst du mir bestimmt sagen, welche Dinge alle unbeantwortet liegen? Alles. Auf diese 10-seitigen Brief gibt es ja noch meine Eingangsbestätigung. Und gibt es noch ähnliche unbeantwortete Sachen, wo man irgendwie sagen kann, das ist jetzt an den und den Menschen zu dem und dem Zeitpunkt von der und der Organisation gegangen und blieb unbeantwortet? Es gibt einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zurückgehend auf einen Antrag der Grünen, dass bevor diese Satzung in den Geschäftsgang geht, also die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, das sagte ich dir schon, ist ja eine juristische Figur. Ja? Und bevor du eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme umsetzen kannst,
muss die Gemeinde eine Satzung beschließen. Ja. Ja? Und wir, zurückgehend auf die Initiative der Grünen, haben einen Beschluss erwirkt. Da ist jemand gekommen, sagt er gerade. Mhm. Dann muss ich hier kurz Pause machen. Ja, alles gut. Naja, es ging so ein bisschen darum, was es alles für Schreiben gibt und Aktionen, die unbeantwortet sind. Ja, genau, dieser Beschluss, genau. Und wir haben gesagt, bevor ihr diese Satzung in den Geschäftsgang bringt, beantwortet uns bitte erstens, zweitens, drittens. Da gibt es bis heute keine Antwort drauf. Also zum Beispiel, was ist mit dem Fluggedöns am EFI? Also es sollen, also ich wohne ja da oben, es sollen unter bestehende Fluglinien Häuser gebaut werden. Ja, die Fluglinien werden verlegt, haben die Amis uns zugesagt. Ja, ich würde es gerne, bitte, schwarz auf weiß. Was entsteht da für ein Fluglärm? Wie sieht das Fluglärmgutachten aus? Ja, später. Was waren die anderen zwei Punkte? Wasser. Also wie soll die Wasserversorgung aussehen? Woraus speist es sich und wohin geht? Und Kaltluft, Klima. Ja. Und diese drei Punkte werden immer weiter. Also deswegen sage ich, wenn die jemand stoppt, die Projektbefürworter, dann ist das entweder die Justiz oder Mutter Natur, und wenn es mit Corona ist. Ja. Und die argumentieren ja jetzt so sehr mit diesem sozialen Wohnraum, der da geschaffen werden soll. Ja. Und das klingt ja so, klingt ja so toll für die Wiesbadener Bürger. Ja, ne? Du brauchst, gerade der SPD brauchst du nur das Wort bezahlbarer Wohnraum irgendwie auszusprechen, dann läuft denen schon der Sapper und die glauben dir alles und machen auch alles. Aber wie soll bezahlbarer Wohnraum auf der grünen Wiese entstehen? Genau, weil alles neu angelegt werden muss. Und so weiter. So, und, die Lebensqualität wird ja jetzt auch nicht besonders gut sein. Dann davon, so davon, unter haben den jetzt, davon haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Davon haben wir jetzt, also das sind Hunde. Es gibt für dieses Thema, mir fallen spontan immer so um die 10 ein. Ja. Aber es gibt nur ein Argument dafür und das ist dieses mit dem bezahlbaren Wohnraum. Und das löst sich in Luft auf. Ja, was spricht denn da noch dafür? Na, die meisten Menschen, mit denen ich geredet habe, die kennen eben das Ostfeld überhaupt nicht. Ja. Die haben alle schon mal von der Frischluftschneise gehört. Ja. Die haben auch alle irgendwie können so nachvollziehen, dass es Kaltluft braucht und dass es auch irgendwie in dieser Industriesituation auch diese Luftbewegung braucht. Aber wenn man denen einfach von bezahlbarem Wohnraum in Wiesbaden erzählt, dann ist denen nicht bewusst. Da fällt denen alles runter, ja. Dann ist denen nicht bewusst, was das für ein Ort ist, was das alles heißt. Ja, das ist eine kommunikative Aufgabe. Bin ich bei dir. Ja. Wie immer, wie alles im Leben. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Gibt es so einen Federführenden hinter dem Projekt seitens der Stadt, also von der SEG? Seitens der Stadt? Ja, ich würde sagen, es ist mittlerweile der Herr Stöcklin, der Roland Stöcklin, der Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft, der auch in dem FDP-Artikel zitiert wird. Mhm, genau. Dass er denen so toll Rede und Antwort gestanden hat. Frage, wer ist denn zuständig für dieses Projekt, um das zu prüfen? Eigentlich ein Umweltdezernent, soweit? Ja, es gibt ja Gutachten. Die Erkenntnisse sind doch alle da. Die sind alle da, aber antwortet der Umweltdezernent? Nö. Der antwortet auch nicht. Nö. Ist es eine Dezernentin oder? Nee, das ist unser. Ich habe um 2 Uhr Videokonferenz mit ihm. Das ist unser grüner Dezernent. Der steht natürlich in der Raison des Magistrats. Aber es steht halt in der Kooperationsvereinbarung drin. Es soll entstehen. Und ich habe von Anfang an. Da hat er da nicht den. Also ich als Bürger würde jetzt sagen: Ach, dieser Umweltdezernent, der muss doch darauf gucken, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Ja. Und das wäre seine Aufgabe, so oder so. Ne? Und dann erwarte ich davon, dass egal was für Abmachungen es gibt, er seinen Job macht und eben seitens der Umweltfragen ganz genau hinguckt. Sag's ist ja sein Job. Sag's ihm, andreas.kobol@wiesbaden.de. Der antwortet nicht. Weiß ich nicht, auch der wird ja sicherlich was antworten. Ja. Also ich merke im Moment, also ich war noch nie so hoffnungsvoll wie jetzt, dass das Projekt kippt. Wir können es kippen. Und was ist mit dieser Müllverbrennungsanlage? Da waren wir das letzte Mal im Gespräch stehen geblieben und dann musste ich den heulenden Kindern hinterher. Genau, anderes Thema. Steht nicht im direkten Zusammenhang. Aber für Anwohner ist es doch ein direkter Zusammenhang. Ja, natürlich. Wolltest du in einem Stadtteil wohnen, wo du weißt, da wird gerade in der Nachbarschaft eine Müllverbrennungsanlage hingestellt? Das ist alles so hirnrissig.
Das ist nur Big Money im Hintergrund, die da Interessen haben. Und irgendein berühmter Mann, dessen Name ich nicht präsent habe, hat mal gesagt, Geld ist die Brechstange der Macht. Und das ist so. Das ist dem Wahrheit. Jetzt könnte man auch nochmal überlegen, wenn Gegenvorschläge, also die Sache ist, wie viel Druck besteht wegen bezahlbarem Wohnraum, was gibt es für Alternativen, wer ist da zuständig, das sollten die Leute von der Stadt alles selber wissen. Wie sehen denn die Wachstumsraten aus? Ist doch lächerlich. Und mitten in Kastell, erschlossen, mit Infrastruktur, liegen 23 Hektar Kaserngelände, die, genau, da fahre ich auch immer vorbei, die suboptimal genutzt werden. Also wenn die gleiche Energie darauf verwendet würde, den Amis das abzuschwätzen, dann wäre das schon längst realisiert. Und ich schwöre dir, dieses Gebiet wird vor Ostfeld fertig sein. Ja? Und spätestens, wenn die Entscheidung gefallen ist, wir machen das Ostfeld, also wenn sie die Katze im Sack haben, gehen sie da dran. Und jetzt gehen sie nicht da dran, weil sie genau wissen, wenn wir das kriegen, kriegen wir das nicht. Mhm. Vielen Punkte, die eigentlich zum Nachteil des Ostfeldes... Wollen wir so kurz zusammenschreiben? Ich muss das eh machen. Ja, ich notiere. Das ist erstens das Thema Klima. Du hast doch den netten Flyer von der... Genau, die habe ich auch hier. Da stehen wir alle drauf. Der hier oder der andere? Nein, das sind doch schon 6 Gründe gegen das Ostfeld. Genau, das sind 6. Das sind schon mal mindestens 6. Genau, das ist jetzt einmal hier... Die auch, einmal die Sache mit der Müllverbrennungsanlage, ja, dass die schon gelaufen ist. Schienenanbindung soll gemacht werden. Ja, also verkehrliche Erschließung. Also 10.000 Leute, das wird entsprechend mehr Verkehr geben. Erst hieß es wird kein Ostfeld geben ohne eine Citybahn. Auch davon ist jetzt der Oberbürgermeister schon wieder weggerückt und hat gesagt, auch zur Not geht es auch ohne Citybahn. Aber wie? Und das machen wir später. Also wie ist die verkehrliche Entwicklung an? Verbindung dieses neuen Stadtteils. Wie soll das geschehen? Dann sollen da ungefähr 8.000 neue Fahrzeuge natürlich hin, wenn da 13.000 neue Leute eingesiedelt werden sollen. Natürlich. Und die brauchen Straße und die brauchen Parkraum und die brauchen was bei sich. Ja? Also die verkehrliche Anbindung oder Erschließung. Na, ich muss jetzt so ein bisschen trennen. Verkehrliche Erschließung und... Ja, die Innenerschließung, das kostet ja nur Geld. Das sind ja nur Straßen. Das machen wir ja mit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, die sich auch nach vorne und hinten erdrecken will. Aber das war noch der Punkt, den ich dir sagen wollte, warum dieses Schreiben von dem Herrn Ziegler so eine Brisanz hat. Die Grundidee einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ist ja, ich kaufe dem Bauern für 8 Euro seinen Acker ab, entwickle ihn dann und verkaufe ihn für 1.000 an den Projektentwickler. Ja. So. Jetzt steht aber im Gesetz klipp und klar drin, also das ist das, was der Herr Ziegler sagt, das hat seinerzeit, als die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Eingang ins Gesetz fand, das hat die Bauernlobby seinerzeit vereinbart, dass privat genutzte Ackerfläche mindestens zum Preis von Bauerwartungsland gehandelt werden muss. Und wenn ich das rechne und streiche 8 Euro und setze 80 Euro oder so, dann... explodiert die finanzielle Kalkulation sowieso gar. Und dann ist mit bezahlbarem Wohnraum erstmal sowieso platt. Ja? So, also, das Thema verkehrliche Entschließung. Dann das Thema Artenschutz. Ja? Also, ich genieße dort oben, es gibt dort wirklich Feldleichen ohne Ende. Jo, und wenn da nicht mehr die Äcker sind, sondern wenn da Häuser stehen, dann... Haben die keine Brutböden mehr. Werden da keine Feldleiche mehr sein, das ist so. Und die Feldleiche war letztes Jahr Vogel des Jahres. Aber das ist ja alles... Und da habe ich nämlich auch was von diesem Ornithologen gehört, als ich mit ihm unterwegs war, dass es da auch irgendwie sowas gab, irgendwie, dass die Stadt nur 5, ich sage jetzt jederzeit immer einfach, die Stadt nur 5 Arten als... Ja. Als geschützt anerkennt oder irgendwie sowas? Als das Projekt anfing, gab es eine Projektleitung aus dem Rathaus heraus und der Projektleiter war der Herr Mengden. Und der Herr Mengden war Leiter des Umweltamtes, Achtung, Leiter des Umweltamtes und pensioniert.
Und den hat man dann für dieses Projekt wieder reprofessionalisiert. Und plötzlich wurde der vom Saulus zum Paulus und hat so eine Scheiße, wie der besser das Wissen erzählt. Was ja, da denn genau? Ja, das ist da halt nur 5 oder 6 relevante Vogelarten gibt. Und hinterher soll, ja, habe ich mich getäuscht, es sind über 100. Hat er es wieder zugegeben, ja, dass er sich getäuscht hat? Ja. Aber dass er seine Falschmeldung war trotzdem in der Presse, ja, oder natürlich. Sowas? Natürlich. Und die Richtigstellung auch? Interessiert dann wieder das keinen. Interessiert keinen. Ganz genau. Das interessiert doch niemand. Und doch blödes Flügel. So, also Natur- und Artenschutz. Mhm. Zuwasser, Abwasser, das sind zwei Themen. Weil das Abwasser, also was runterkommt, es gibt kein Klärwerk, was das aufnehmen kann. Also muss die ganze, Entschuldigung, das sage ich jetzt mal so, Scheiße, ist ja auch dabei, den Berg hochgepumpt werden und dann rüber. Nach Erbenheim. Nicht nach Erbenheim, nach Biebrich. Okay. So, kannst du dir vorstellen, was das für ein ingenieurmäßiger Aufwand ist? Ja? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Das ganze Thema mit der Fliegerei ist ein Riesenthema. Wird auch weggelächelt. Dann ist so diese Sache mit dem Acker, mit der Ackerfläche. Verlust von wertvollem Ackerboden. Genau. Also das sind über 90 Hektar Ackerboden, die da verschwinden. Und das in der Zeit, wo klarer wird als je zuvor, wie wichtig auch eine regionale Versorgung ist. Ja, also dass es im Moment kaum Reis gibt oder dass Reis ziemlich teuer ist, liegt daran, dass Vietnam sagt, wir brauchen den Reis jetzt erstmal für uns. Wann wird Spanien in die Knie gehen? Wann wird Italien in die Knie gehen? Leer gepumpt sein. Ja? So, und dann ist hier jeder Quadratmeter, mit dem du dich auch irgendwo ein Stück weit selbst versorgen kannst, wichtig. Und 90 Hektar in der Metropolenstadt ist relevant. Dass die besser genutzt werden können als jetzt, nämlich mit normalem, mit konventioneller Landwirtschaft und allen Schwierigkeiten, ja, aber sie sind da, es ist noch Acker, man kann ihn anders kultivieren, man kann ihn umstellen auf Bio, aber wenn er zugebaut ist, ist er weg. Ja. Jetzt gibt es noch die Frischluftschneisen. Ja, das große Thema Klima. Ja. Es ist völlig klar nach Grimbrax, wie wichtig dieses Kaltluftentstehungsgebiet ist mit Frischluftschneisen. Das sind ja zwei Effekte. Also du musst zum einen muss die Kaltluft irgendwo entstehen und sie entsteht am besten auf solchen Flächen wie hier. Nicht viel was drauf, am besten Acker, da entsteht Frischluft. Und die sucht sich dann ihren Weg. Und die sucht sich den Weg bis runter nach Kastell in erster Linie, aber selbst über den Rhein hinweg in die Altstadt von Mainz. Das hat Grimbrax klipp und klar erwiesen. Und da sagt das Gutachten der Stadt jetzt, ja, das ist ein Thema, aber wenn man geschickt baut, dann kann man das, fällt das überhaupt nicht auf, der Frischluft, dass da überhaupt was steht. So ein Käse, wenn eine Fläche versiegelt ist, ist sie versiegelt. Dann, auch wenn ich die Schneisen nicht zubaue, ich habe keine Frischluft mehr, die entstehen kann, da brauche ich keine Schneise mehr. Ja. Und dann wird einem erzählt von, ja, wenn die Häuser hoch sind, dann entsteht so ein Kamineffekt. Bullshit, es entsteht kein Kamineffekt, weil ich keine Flächen habe, wo Frischluft entstehen kann. Jetzt gibt es Quellen- und Grundwasserströme. Ja, Wasser, das Thema Wasser, Zuckerrost, ja. Alles nicht untersucht. Alles nicht untersucht. Was gilt es denn zu untersuchen? Naja, wie funktionieren diese Quellen? Was heißt das für die, wenn da gebaut wird? Ja, was passiert dann? Das kann man ja durchaus untersuchen. Nee, wird nicht gemacht, das wird später gemacht. Das müsste in Auftrag gegeben werden von wem? Von den Projektverantwortlichen von der Stadt. Von dem Umweltdezernenten vielleicht? Kann man denen sowas fragen? Magistrat, ja natürlich.
man sagen, wieso habt ihr vor zu bauen und macht noch gar keine Prüfung von der Quellen, natürlich. Wie nennt man das denn? Eine Quellenprüfung? Eine, da müsste man... Wasseruntersuchung, Wassergutachtung. Oder Wassergutachtung. Aber dann sind wir bei 10 Gründen. Ja, ist doch in Ordnung. Findest du? Wobei für mich nach wie vor der eine Punkt reicht, nämlich das Thema Klima. Das ist für mich das absolute K.O.-Kriterium. War es vor über 20 Jahren und es ist heute umso mehr, weil das Klima ist ja nicht unkomplizierter oder komplizierter. Vor allem kann man da nicht einfach es sich so zurechtbiegen, wie man es will. So, das sind einfach Dinge, die sind gegeben. Ja. Und was meinst du in der so vom Gefühl her in dieser Stadtverordnung, Verordnetenversammlung? Wie ist da so die Aufteilung oder die Bereitschaft? Sind es Ja, es ist schon im Moment immer noch eine Mehrheit, dafür. Eine rein rechnerische Mehrheit dafür. Wobei ich das Gefühl anderer Abgeordnete schon ins Nachdenken kommt. Aber die FDP offensichtlich nicht. Ja, und dann lese ich mir jetzt gleich eure Antwort durch und überlege, ob man was Gutes schreibt, auch nochmal als Leserbrief. Leserbrief ist immer gut. Leserbrief ist immer gut, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit oder eine gute Wahrscheinlichkeit gebracht zu werden. Und ist dann halt nochmal aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus der Bürgerschaft eine Stimme. Halte ich mir für sehr wertvoll. Nur es macht keinen Sinn, wenn ich Leserbriefe schreibe. Das ja. Schade. Wenn man hier Betroffene aus der Debatte herausziehen mag, scheint es für mich persönlich, als wolle man seine Dominanz beweisen. In einer Demokratie sollte aber stets die Einsicht dominieren, die aus einer Kommunikation aller Beteiligter sich herauskristallisieren darf. Soweit mal meine persönliche Meinung. Wer aufmerksam zugehört hat, hat ja mitbekommen, dass es eine illegale Rodung gab, ganz im Sinne der Ungleichheit von Macht und Ohnmacht in Wiesbaden. Hören wir dazu nun einen kleinen 2:40 Beitrag der ARD über die geplante Müllverbrennungsanlage und die Verantwortlichen, die wohl glauben, dass mit ein bisschen Geld jede Sünde zu verzeihen wäre. Und meine Frage dazu lautet, was ist hier eine verhältnismäßige Strafe? Wir lauschen da mal rein. Und im Anschluss noch werden wir mal die aktuellsten Beiträge zu diesem Thema mal kurz nochmal sichten. Das ist einmal ein Artikel, der jetzt am Freitag erschienen ist. Wir lesen FDP stützt Ostfeldpläne, mal einen kleinen Artikel vor. Und danach lesen wir von Hände weg von Oskar eine kleine Presseerklärung zu diesen Dingen. Und dann gehen wir in die Abmoderation. Also hört jetzt erstmal den Beitrag über dieses kleine Wäldchen. Das hat nur so am Rande was mit dem Ostfeld zu tun, weil es dort ist. Also mit den Plänen hat es nur indirekte Verbindung. Aber wir lauschen da mal rein. Und hört mal hin. Hier steht kein Baum mehr. Im Januar wurde das Wäldchen einfach platt gemacht. Klaus Heinacker geht hier regelmäßig mit seinem Hund spazieren. Als er die Rodung bemerkt, schöpft der pensionierte Kriminalpolizist gleich Verdacht. Er musste bereits an anderen Stellen Wiesbadens erleben, dass Bäume illegal gefällt und Lebensräume zerstört wurden. Auf jeden Fall sind hier Schwarzmilane. Hinter dem Hügel sind schon gesehen worden. Es sind Bussarde da, es ist alles Mögliche da. Verantwortlich für die Rodung Steffen Gurdulik und sein Entsorgungsunternehmen Knettenbrech und Gurdulik. Er wird nach eigener Aussage kommende Woche den Auftrag bekommen, künftig den Wiesbadener Hausmüll zu verbrennen. In einer umstrittenen Anlage, die hier gebaut werden soll, wo vor kurzem noch das Wäldchen stand. Es drängt sich der Verdacht auf, dass das Unternehmen einfach kurzen Prozess gemacht hat, weil man Angst hatte, dass durch Umwelt- und Artenschutzauflagen es doch deutliche Probleme und vielleicht auch entsprechende Kosten gegeben hätte. Gerne hätten wir das Unternehmen dazu befragt, aber man möchte uns kein Interview vor der Kamera geben. Bei einer Baumpflanzung vor der Wiesbadener Marktkirche treffen wir heute Morgen Umweltdezernent Andreas Kobol. Auch er ist nicht begeistert von der Rodung. Diese Fläche ist für eine Bebauung durchaus geeignet, aber das darf natürlich nicht ohne Genehmigung erfolgen. Die Rodung, die dort stattgefunden hat, war ohne Genehmigung und das ist äußerst ärgerlich, weil rechtswidrig und das wird sicherlich auch mit einem Bußgeldverfahren zu ahnden sein. Maximal 50.000 Euro. Doch was ist das bei einer Investition im dreistelligen Millionenbereich für die Müllverbrennungsanlage? Deren Notwendigkeit stellen viele in Frage.
Bislang entsorgt Wiesbaden seinen Hausmüll in Frankfurt und Mainz. Beide Müllverbrennungsanlagen haben genug Kapazität. Frankfurt hat ein neues Angebot weit unter Marktpreis vorgelegt. Da ist man über die Wiesbadener Pläne doch sehr erstaunt. Die Stadt Wiesbaden hat die niedrigsten Entsorgungsgebühren in der Bundesrepublik. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn man jetzt eine Verbrennungsanlage baut und dann halt auch die Verbrennungsgebühren, die Kosten auch da oben drauf kommen, dass dann die Stadt Wiesbaden oder die Bevölkerung der Stadt Wiesbaden so begeistert sein wird. Es kann also teuer werden für die Wiesbadener. Doch nicht nur das. Das umstrittene Projekt hat ein Geschmäckle. Auftraggeber für die Müllentsorgung sind die Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden, ELW. Deren Chef Joachim Wack hat zwei Söhne, Michael und Pascal, beide ebenfalls in der Branche tätig, als Geschäftsführer bei Knettenbrech und Gurdulik. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Wir enden diese Sendung also mit den zwei aktuellsten Beiträgen zu diesem Thema. Einmal gab es eben die Presseveröffentlichung in der AZ, jetzt am vergangenen Freitag. Ich lese euch den Beitrag vor und im Anschluss lese ich euch die Presseerklärung und Antwort der Hände weg von Oskar-Gruppe vor. Hier erschienen: FDP stützt Ostfeldpläne. Projekt soll ein Vorbild für Klimaanpassung und Energieeffizienz werden. Von Wolfgang Wenzel. Castell. Deutschlandweit ein Vorbild für Klimaanpassung und Energiebilanz. Diesen Anspruch will die FDP-Stadtverordnetenfraktion in dem geplanten Entwicklungsgebiet Ostfeld verwirklicht wissen. Die Fraktion werde einer Satzung zustimmen, nach der das Terrain rund um den Fort Bieler den Status einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme erhielte, heißt es in einer Mitteilung. Nach kritischer Diskussion sei die FDP zu dem Schluss gekommen, dass die Vorteile einer Ostfeldbebauung überwögen, heißt es in einer Erklärung von Fraktionschef Christian Diers. Die Stadt brauche zusätzliche Flächen, um Wohnungen für Familien, Wachstums- und Gewerbeflächen für Unternehmen und dem Bundeskriminalamt einen neuen Standort zu bieten. Der beste und vielleicht einzige Weg sei die Nutzung des Ostfeldterrains. Getragen wird das Votum von der Mitgliederversammlung des FDP-Kreisverbands, die per Videokonferenz im Internet tagte. Roland Stöcklin, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft, stand der Partei laut FDP-Mitteilung Rede und Antwort. Noch seien nicht alle Kritikpunkte ausgeräumt. Über Fragen der Gestaltung, der Verkehrsanbindung des Ostfelds und über den Erwerb der Grundstücke werde noch geredet. Doch die bisherigen Planungen stimmen die FDP optimistisch. Daher werde die Fraktion im Stadtparlament im nächsten Schritt zustimmen, sagte der Stadtverordnete Alexander Winkelmann. Ein modernes und urbanes Quartier. Das Ostfeld solle ein modernes und urbanes Quartier entwickelt, als ein modernes und urbanes Quartier entwickelt werden. Als neuer Stadtteil solle es Maßstäbe setzen im Zusammenspiel von Baukunst, Nachhaltigkeit und moderner Stadtentwicklung. Die FDP habe konkrete Vorstellungen. Sie wolle ein Stadtquartier mit einer extensiven Mischnutzung aus Wohnen und Arbeiten. Das Innere des Viertels solle zum verkehrsberuhigten Bereich werden, erschlossen durch eine kluge Verkehrsplanung mit Parkplätzen am Rand der Bebauung. Durch den anvisierten Umzug des Bundeskriminalamts in den Südosten der Stadt würden dessen bisherige Grundstücke für eine Nachnutzung frei, heißt es in der Erklärung. Die FDP hat in der Stadtverordnetenversammlung 8 von 81 Sitzen. Ob das Thema Ostfeld auf die Tagesordnung der nächsten Parlamentssitzung am Donnerstag, den 2. Juli, kommt, gilt als unklar. Darüber entscheidet die Stadtverordnetenvorsteherin im Einvernehmen mit dem Ältestenrat des Parlaments. Aus der regierenden Kooperation von SPD, CDU und Grünen kommen unterschiedliche Signale. Es werde wohl nicht mehr vor der Sommerpause behandelt. Das werde seine Gründe haben, hieß es in dem Mehrheitsbündnis. Andere Stimmen waren sich dagegen gewiss, dass vor der Sommerpause über das Ostfeld abgestimmt werde. Dazu veröffentlichte Hände weg von Oskar, die Aktionsgemeinschaft Erhaltet Ostfeld Kalkofen, folgende Presseerklärung. Ostfeld. FDP kultiviert Zynismus. Hände weg von Oskar zum Bekenntnis der FDP zur städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Ostfeld. Wie unverfroren muss man sein, so Gottfried Schmidt, Sprecher der Initiative Hände weg von Oskar, um ein Projekt, in dem ein höchst relevantes und aktives Kaltluftentstehungsgebiet und über 90 Hektar wertvollen Ackerlands unter Bebauung und Beton verschwinden sollen, als Vorbild für Klimaanpassung und Energieeffizienz zu postulieren. Die FDP hat sich jetzt öffentlich und unmissverständlich für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Ostfeld ausgesprochen. Und das nach kritischer Diskussion in der Partei, heißt es. Die letzten Äußerungen und Aktivitäten der FDP im Ostfeld, so Schmidt weiter, klangen eher nach ritterlicher Unterstützung der privaten Grundstückseigentümer, um deren Enteignung zu verhindern und reelle Preise für die Grundstücke zu erzielen. Diese Haltung scheint in Luft aufgelöst zu sein. Es gibt einen 10-seitigen Schriftsatz eines Münchner Anwalts, der die Grundstückseigentümer im Ostfeld vertritt.
Darin stellt dieser dezidiert die Rechtsunwirksamkeit der geplanten Satzung dar. Unseres Wissens hat die Stadt in Person, Funktion des Uruba-Bürgermeisters hierauf noch nicht einmal mit einer Eingangsbestätigung reagiert. Woher jetzt also dieser plötzlich beachtete Schwenk der FDP? Kann es damit zusammenhängen, dass der Wahlkampf heraufzieht? Sich ausgerechnet auf Roland Stöcklin, den Geschäftsführer der SEG, als Kronzeugen zu berufen, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Von wegen, es seien noch nicht alle Kritikpunkte ausgeräumt. Es ist noch nicht ein einziger Kritikpunkt ausgeräumt. Klima, Verkehr, Artenschutz, Bodenverlust, Wasser, Airbase, Erbenheim etc. Wem nützt eigentlich das Projekt Ostfeld? Dem Vernehmen nach soll Herr Stöcklin familiär bestens in die Immobilienbranche vernetzt sein. Wer außer der Immobilienbranche zöge Nutzen aus dem Projekt? Und zwar rein materieller Art. Die Bürgerinnen und Bürger Wiesbadens werden hoffentlich diesen Flötenspielern nicht hinterherlaufen. In Zeiten des Klimawandels brauchen wir ohne Verzug jedes unversiegelte Fleckchen Ackerland, jeden Tropfen Wasser und eine vernünftige Stadtentwicklung. Auf der grünen Wiese darf nicht mehr gebaut werden. Bezahlbares Wohnen entsteht dort ohnehin nicht. Zumindest nicht für diejenigen, die normal verdienen. 29. Mai. Dr. Gottfried Schmidt für die Aktionsgemeinschaft Hände weg von Oskar. Bei Unterstützungswillen und Interesse, oh, wir alle mündigen Gestalter unserer Welt, folgt bitte dieser Gruppe. Hände weg von Oskar. Oskar ist eine Abkürzung für Ostfeld und Kalkofen. Folgt dieser Gruppe ganz unbedingt auf ihren öffentlichen Kanälen und haltet euch so auf dem Laufenden. Und um die Presseberichte zu ergänzen in den regionalen Zeitungen, seid euch dieses Ungleichgewichts bewusst von Macht und Ohnmacht in sozialräumlichen Entscheidungsprozessen, die uns alle betreffen und für die wir alle Steuern zahlen. Man kann stolz darauf sein, in demokratischen Verhältnissen zu wohnen und lasst uns nicht zu bequem sein, um Demokratie auch selbst tätig zu fordern und auszuführen. Was wir hier vorfinden, ist ein Raumkampf und es ist gut, dass er möglichst öffentlich und vielseitig ausgefochten wird. Teilt diese Sendung überall, wo euch ein Ungleichgewicht diesbezüglich vor Augen trifft. Trefft selbst Erkundigungen, schreibt doch dem Umweltdezernenten der Stadt und stellt eure Fragen für eine lebenswerte Zukunft in der Region. Lasst uns gemeinsam lebendige Arbeit tun. Ich freue mich, dass ihr so lange aufmerksam wart und wünsche euch eine erholsame und geruhsame Zeit. Wir hören uns an selber Stelle in einem Monat wieder, hier bei Heckmeck und die Ernsthaft auf Radio Rheinwelle. Kommt gut durch die kommende Zeit, bleibt gesund und heiter. Auf meinem bescheidenen Sendungsblog heckmeck.blogsport.eu findet ihr einige Verlinkungen und Artikel zur Sendung zum Nachlesen. In unserer öffentlichen Telegram-Gruppe gibt es die Sendung zum Nachlauschen. Sucht dort einfach nach Heckmeck und die Ernsthaft. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und vergesst nicht die wichtigste Frage der Zeit, die ein jeder sich täglich in seiner Berufsroutine stellen kann. Wie wollen wir leben? Die Verantwortung zur Gestaltung unserer Welt liegt bei jedem Einzelnen und somit bei allen Bewohnern dieses grünen Planeten. Nicht nur bei einigen wenigen. Auf Wiederhören!